Hallo, guten Morgen. Na, könnt ihr mich hören? Wie schaut's aus bei euch, ihr Lieben? Seid ihr alle wach? Seid ihr alle gut drauf? Ich muss hier noch was einstellen, deswegen habe ich euch ganz kurz noch warten lassen. Aber jetzt begrüße ich euch und bin froh, dass wir uns haben. Dass wir wieder gemeinsam hier sind und gemeinsam eine hoffentlich schöne Zeit zusammen verbringen. Das weiß man immer nie genau im Vorfeld. Das ergibt sich ja meistens immer erst. Ergibt sich ja erst, wisst ihr? Also das kann man nicht sagen, aber ich glaube, wir kriegen das hin. So, also jetzt gucke ich erstmal, was ihr so schreibt. Und ich begrüße mich natürlich erstmal, oder ich stelle mich erstmal vor, mein Name ist Michael Krogmann. Ich bin Betreiber dieses Twitch-Kanals. Ich bin ausgeruht, ich bin ausgeschlafen. Meine Stimme ist noch ein bisschen belegt, wie ihr hört. Aber das macht mich auch männlich. Ich weiß nicht, ob das angesagt ist in der heutigen Zeit, aber es macht eine schöne Radiostimme, glaube ich. Es ist auch charismatisch. So, und dann muss ich sagen, dass ich mich bedanke, erstmal bei euch, dass ihr gerade einschaltet, aber auch gerade, das darf ich nicht vergessen, bevor ich es vergesse, sage ich es lieber sofort, bei Huggen. Ich möchte mich bei Huggen000 bedanken für ein Abonnement und auch bei Xetic oder 3Xetic3. Hier dein Taschengeld, aber nicht wieder alles auf einmal ausgeben. Vielen Dank. Und jetzt möchte ich euch alle begrüßen. Und zwar haben wir hier Sputzen, wir haben Chrissy La, wir haben Vollibärtchen, LBJ2386. Bist du auch da? Schreib mal kurz im Chat, ob du auch da bist. Ich möchte das wissen, wer alles da ist. Ich möchte euch alle persönlich die Hand geben. Ich möchte euch begrüßen zu einem wunderbaren Montagmorgen-Stream. Herr Bauer 86 ist da, Kai Balana ist da, Klesk 83, aber auch Schmidi, erste Nachricht. Geile Scheiße. Arodon 89, Daisy Duke 88, Bartus Longus 85, ja moin, Bartus Longus 85, Uli 287, El Chupacabra TV, Eumel, MG, Emproy und Paxnacks. Meine Hand fühlt sich geschüttelt. Twitchy, ich hab Bronchitis, ich höre mich genauso an. Alles Gute, Krogi. Ey, mir geht's gut, es ist einfach nur, die Stimmbänder wollen mehr Ruhe, als mein Körper, als mein Geist vermag, den zu geben. Sloth ist auch da. Grüß dich. Silberrele, Little Fox Panda. Oha, ich werde vergessen. Nein, 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 da bist du auch schon. Dr. Drake Ramoray hat abonniert. Vielen, vielen Dank. Guten Morgen, seine Schwester schreibt guten Morgen, Fragezeichen. Warum nicht guten Morgen? Es ist 10.37 Uhr. Ich kann guten Morgen wünschen. Kann ich dir auch schönen Vormittag wünschen? Das ist mir egal. Es ist eine angenehme Marktzeit. Früher als Kind bin ich um diese Uhrzeit mit meiner Oma auf dem Markt gewesen. Wir haben Kartoffeln gekauft, dann geschält, dann gab's Mittagessen. Es ist noch morgens für mich. Es ist vollkommen in Ordnung. Sparkste Barks, Krogiherz, finde ich in Ordnung. Dann haben wir auch die Johnny Sauce, wahrscheinlich. Moin Moin, dann Big Matt Bone, hoi Krogi und Bumballa. Darüber freue ich mich am meisten, weil die haben noch nie hier was geschrieben. Putty Ogresson schreibt, Hand aufs Herz, was ist dein Rekord ohne Schlaf? Bitte nur Fist, kein Händeschütteln. Herr Rossi, Fist drauf. Guten Morgen, Moin Plinse. Foxy Fox, Zero Respawn. Wie viele Leute soll ich noch begrüßen? Wer fühlt sich jetzt unbegrüßt? Nur noch die Leute schreiben, die sich jetzt unbegrüßt fühlen. Die anderen haben wir schon. Nicht zweimal in die Reihe anstellen. Das merke ich irgendwann, ja? Mihara Arcadia, ich. Yoko 1312, ja, mich noch. Deshmon, ja, Moinsen. Buongiorno, Principessa, was auch immer das heißen mag. Aber ich fühle mich unbegrüßt, schreibt Hafentoast. Das kann ich nicht, das glaube ich nicht. Ich grüße dich. Forte, Brandy, Chrissy, Luke, Snowflakes. It's Ozzy Manias. Wie Krogi. Wo ist mein Moin Moin? Ja, Moin Moin. Hallo, Moin. Ist doch jemand, der ganz dringend oder die ganz dringend sagt, warum sagst du nicht meinen Namen? Jetzt musst du sagen. Privet Infinitik. Alle da. Jaka, Kurwa, Saya, Bista, Dupa. Das ist mein Statement auf Polnisch für alle polnisch sprechende Leute, die gerade zuschauen. Vielleicht ist eine Person dabei. Der Asi, ich grüße. Say my name, Wolf Burrito. Ich fühle mich umgerissen, er toxic. Benji Biss. Sag meinen Namen, Steuerung A. Moin Gritschkr. Ich war noch nicht, Alpha Taubsi. Dead Layer. Schattenfänger. Draben. Taker. 8-Bit Warfilms. Prinzessin Danger. Flip Riz. Ich muss echt sagen, den Aufnahmeraum ist der Hammer. Also, jetzt gehen wir. Wie hast du mich gerade auf Polnisch genannt? Schlampe. Wachsenborke, vielen Dank für dein Abonnement. Wie geht's dir jetzt nach Haus und Haus? Lass uns reden. Lass uns reden, Chat. Lass uns darüber reden. Im Hintergrund läuft auch mein Ghost Runner Download. Das will ich später zocken. Ich hab da richtig Bock drauf. Aber ich hab die Download-Beschränkung eingehackt, so eingestartet, sodass wir auch parallel streamen können. Und trotzdem läuft's hier weiter. 250 Bits von Nick Shorty. Was geht ab?
Krogi ist unser Chat-Vorlesesklavi. Alle auf die... Warte, alle die auf 303 enden. Muss, Noise Tank 303. Okay, alles klar. Er ignoriert mich, schreibt Legendary Stefan. Du hast bei Splitgate richtig abgeliefert. Okay, Leute, jetzt sind die Begrüßungsrunden durch. Jetzt geht's hier los. Real Talk. Wie war's? Haus an Haus. Wie ist mein Life? Wie ist euer Life? Wie habt ihr's, wie war's für euch? Oh, Mann, jetzt lese ich die Scheiße. Ich fühle mich als Mensch zweiter Klasse. Das kann ich, das kann ich nicht stehen lassen. Legendary Stefan, jetzt bist du zweimal vorgelesen worden. Was ist los? Jetzt musst du aber hier auch mal für mich was tun. Jetzt musst du für mich auch mal abliefern. Du kannst nicht einfach nur sagen, ich fühle mich als Mensch zweiter Klasse. Dann wurdest du zweimal in die Business Class upgraded. Beim nächsten Flug zahlst du doppelt. So sieht's aus. war mega, schreibt Felia Nien. War mega, hab dich mega abgefeiert. Krogi, du warst MVP. Ja, also erstmal ging der Freitag ja ganz gut los, weil ich habe, glaube ich, bis 8 Uhr geschlafen circa, habe dann eine Trainingssession gemacht für mich, dann nochmal so ein bisschen gelegen und dann ging es halt los mit Bonjour abholen. Es war schon wirklich ein langer Tag und bis ich dann wieder im Bettchen lag, glaube ich, war es dann auch Samstag 22 Uhr circa. Also es war echt schon richtig lange ohne Schlaf. Ich muss aber sagen, weil viele Leute auch während der Veranstaltung schliefen, ey Krogi, pass auf dich auf deine Gesundheit, was ist los, das kannst du nicht alles durchhalten. Ja, das ist nicht gesund, wenn man das täglich macht, ja, aber ich kenne mich ja ganz gut, das dürft ihr nicht unterschätzen. Ich bin ja seit 35 Jahren in diesem Körper und ich weiß ja ungefähr schon ganz gut, was ich mir zutrauen kann und was nicht. Und klar ist das irgendwie dumm, an seine Grenzen zu gehen, aber da war ich noch nicht so richtig. Also, das soll jetzt auch kein, das ist wie gesagt kein Angeben oder so, weil damit kann man nicht angeben. Aber ich bin damit ausgestattet, eine relativ hohe Toleranz gegenüber keinem Schlaf zu haben, sag ich mal. Ja? Dementsprechend. Weiß ich nicht. Also man sollte es, glaube ich, wirklich nicht übertreiben. Schlafmangel ist wirklich auch eine Foltermethode, so, wenn man das übertreibt. Aber ich kann das, wenn ich mich darauf einstelle, das ist auch viel so Kopfsache, wenn ich weiß, da wird es jetzt so ein Wochenende geben, wo wenig Schlaf passiert, dann kriege ich das eigentlich ganz gut hin. Das kenne ich auch schon durch oder von Auftritten, von Bandauftritten. Nicht jetzt in diesen letzten 2-3 Jahren, aber vor 5-6 Jahren gab es Auftritte, da haben wir 3 Shows am Wochenende gespielt und da mussten wir quer durch Deutschland fahren und wir haben einfach so wenig immer geschlafen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt empfehlen würde, das meine ich nicht, aber ich kenne das irgendwie. Also das ist jetzt nicht das, nicht so das Super-Ding, so, ne? Das wollte ich euch nochmal einmal sagen. Was jetzt, muss ich mal gucken. Hängt der Ton bei euch auch inzwischen ein bisschen, das weiß ich nicht. Krogi ist 35 und maximal 16, ja. Du wirkst echt jünger, finde ich. Ja, das ist auch gut. Das soll doch so sein. Wann bist du denn vorm Dings aufgestanden? Also wie lange warst du vorm Start schon wach? Ich bin um 8 Uhr aufgestanden. 8 Uhr morgens. Freitags 8 Uhr. 8 bis 20 Uhr sind ja schon 12 Stunden. 12 plus 24 sind 36. Und dann bin ich noch 2 Stunden später ins Bett gegangen. Ich bin um 2, also sagen wir mal 9. Ja, also 37 Stunden bin ich safe wach gewesen. So. Aber dann bin ich auch heftig eingeschlafen. Ich bin wirklich, hab geschlafen wie ein Stein. Aber ich konnte jetzt nicht übertreiben. Was ich gemerkt habe, und das war für mich das Interessanteste, ehrlich gesagt, der Körper, der findet das ja grundsätzlich schon nicht geil. So. Auch wenn der Kopf weitermachen kann. Aber der Körper resigniert irgendwann, ja. Und es ist so, dass ich das gemerkt habe, dass meine Lippen, ja, und die Zunge, die haben das nicht so richtig mitgemacht. Alles andere ging eigentlich, aber Lippen und Zunge waren so gespannt. Und es war so, ich habe ja auch die ganze Zeit irgendwie, ich habe Wasser getrunken, aber auch viel Kaffee und was hatten wir noch? Hier so Cola und so ein Scheiß. Ich glaube, der Körper braucht Zeit, um sich komplett so diesen Säurehaushalt auszugleichen. Ehrlich gesagt. Das war auf jeden Fall, nicht so geil. Hast du Freitagmittag noch kurz geschlafen? Ja, ich habe mich hingelegt. War aber mehr so ein, ich liege. Ne? Da gibt es spezielle Trainingsmethoden für Lippen und Zunge. Gnihihi. Ja, Lippen trocken aus und Augen sind die zwei Faktoren durch das Starren auf den Bildschirm ohne Blinzeln. Ja, glaube ich.
Ah ja, ich habe mich mit Bier wach gehalten, das stimmt. Ich habe auch 2 Bier getrunken. Okay, gehen wir das Ding mal 3 nach durch, ja? Also Bonjour abholen fand ich großartig. Mir tut es leid, wobei ich kann ja nichts für, aber es ist halt schade, dass die Verbindung ab und zu so wack war. Aber ich fand es grundsätzlich richtig geil. Und es hat mir persönlich so einen richtig guten Schub gegeben, nochmal, also auf dieses Event mich zu freuen, weil dann war ich schon mal mit den Bonjour-Leuten irgendwie im Auto, wir konnten uns unterhalten und ich fand die alle wirklich tierisch nett. Matteo und Leon kenne ich ja, aber habe ich auch lange nicht mehr im echten Leben getroffen. Und Shorty und Edo kannte ich ja gar nicht und muss sagen, die waren alle so nice, das war richtig, richtig cool. Das war ein richtig schöner Einstieg und es hat mir irgendwie auch gut gefallen, auch mit euch durch die Gegend zu düsen. Das lade ich übrigens noch jetzt hoch auf meinen YouTube-Kanal, da kann man das danach nachholen. Es müsste, also ich glaube, es lädt gerade parallel hoch, vielleicht ist es auch schon bald fertig, weil die VODs hier bei Twitch werde ich löschen, einfach aus taktischen Gründen, weil ich natürlich gerne möchte, dass Leute auf meinen YouTube-Channel weitergehen. Und da kann man das dann auf jeden Fall bis in alle Ewigkeit sehen. Die Abholung war richtig gut, schreibt Steuerung A, war echt eine gute Vorbereitung auf die Show. Ist schon da. Leon war eine Maschine. Wenn ich über 24 Stunden wach bin, fühlt es sich so an, als ob ich Bier getrunken hätte, schreibt Quitschi. Ja, das stimmt. Das stimmt, dieser Schlafentzug macht einen sehr albern. Ist wirklich, das macht einen richtig albern. Schlaftrunken halt. Absolut. Aber ich fand's halt gut. Also es war, wie gesagt, ein guter Einstieg. War halt cool, dass wir noch ein Auto bekommen haben, dass wir das machen konnten so. Und hat irgendwie Spaß gemacht. Dann waren wir relativ früh bei Rocket Beans und haben relativ lange rumgesessen. Das war ein bisschen tödlich. Wir wir waren bewusst zu früh da, aber wir hätten uns eigentlich auch ein bisschen mehr Zeit lassen können, muss ich ehrlich sagen. Es hätte absolut gereicht, wenn wir eine halbe Stunde später eingetroffen wären. Oder vielleicht sogar eine Stunde wäre ein bisschen, aber eine halbe Stunde safe. Wir saßen auf jeden Fall recht lange noch im Kaminzimmer, da wo am Tag zuvor Beans Versus aufgezeichnet wurde. Da saßen wir halt recht lange rum und haben uns aber ganz gut verstanden. Also es war jetzt nicht so ein awkward Gespräch, sondern wir haben uns echt gut unterhalten. So Matteo hat erzählt, wie er sich so beim Stream so fühlt und also möglich. Das war echt wirklich unterhaltsam, hat echt Spaß gemacht. Wir haben uns echt so richtig buddymäßig so ganz gut unterhalten. Und dementsprechend war auch das ganze Event eigentlich davon geprägt, dass wir eher so ein respektvolles Miteinander hatten. Das fand ich aber gut. Ich habe gelesen, dass einige Leute sich darüber, sag ich mal, ja, beschweren nicht, aber dass sie es grundsätzlich cooler gefunden hätten, wenn es mehr verbalen Beef und so gegeben hätte. Das verstehe ich. Das kannst du aber nur machen, wenn du Leute richtig gut kennst. Ich find's super unangenehm, also da stehe ich auch komplett hinter, wenn du Gäste hast und die irgendwie abfuckst. Ich meine, wir können ja froh sein, dass Bonjour Bock hatten, also das mitzumachen. Und das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, so grundlos, völlig überdreht irgendwie Leute anzugehen. Das finde ich total bescheuert. Und es im Kern dieses Ganzen steht ja auch wirklich das Zocken. Also es geht ja wirklich um Skill und du sollst irgendwie in Games abliefern. Und dementsprechend, klar hätte Gunnar noch mehr Feuer reingebracht oder so, bin ich von überzeugt, aber es ist halt nicht mein Naturell, jetzt Leute abzufacken, so das, ne, und dementsprechend würde ich behaupten, war alles cool, so, aber das kann man halt nicht erzwingen, so, ne, also andere Leute haben andere Mindsets und das heißt nicht, dass wir nicht ehrgeizig waren, also auch ich war hardcore ehrgeizig und wollte unbedingt die Spiele gewinnen, ja, das darf man nicht unterscheiden, nur ich hab's halt komplett auf diese Gaming-Schiene gemünzt und nicht, dass ich Leute abfacken wollte. Ja? Also das wollte ich. Du hast die Nintendo-Konsole abgefuckt. Ja, voll. Wobei, das war einfach nur das Spiel und am Anfang und ich muss schon sagen, Mario Party ist schon geil. So. Fand genau diese Stimmung sehr angenehm. Schreibt Louis. Ja, es ist bestimmt Geschmackssache, muss ich sagen. Es ist bestimmt Geschmackssache, wie Leute daran gehen. Ich kann halt nur für mich, ich kann mich halt nicht verstellen. Also viele Leute sagen die ganze Zeit, ja, der ist doch vor der Kamera aufgedreht. Ich kann mich halt wirklich fast nicht verstellen. Und ich bin einfach so ein Typ, der grundsätzlich erstmal Dinge positiv sehen will und viel lacht, so. Und aber vielleicht war es auch die Vorstellung, dass vielleicht vom Haus und Haus 1 die Leute daran gedacht haben, okay, es wird einfach nur die ganze Zeit verbaler Krieg so, aber das kann man halt nicht so, ne? Nettigkeiten hatte ich beim letzten Mal ein wenig vermisst. Der Beef war real und hatte tolle Momente kreiert. Fände es aber sehr stressig als Zuseher. Diesmal war es chilliger, war gut so.
Ja, okay, genau. Also das heißt ja nicht, das glaube ich, muss man echt unterscheiden, das heißt nicht, dass wir nicht ehrgeizig waren, ne? Also, wie gesagt, ich kann für das gesamte Team sprechen, dass alle das bestmöglich abliefern wollten. Auch Simon. So, ich habe oft gelesen, dass Leute schreiben, ey, warum pennt jetzt Simon oder was auch immer. Ey, Simon hat es für sich auch genau richtig gemacht und so gemacht, wie er es halt konnte. So, und das war vollkommen in Ordnung. Das zeichnet ja auch ein Team aus. Also ich finde, da darf man überhaupt nicht abgefuckt sein und sagen, oh, jetzt pennt einer. Nein, also jeder hatte Stärken und hat die eingebracht. Das war halt total geil. So. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich fand's so geil, als du zu Kiara geguckt hast und gesagt hast, ey, ich liebe Mario Party. Dein Grinsen dabei, so viel Freude, das war so nice. Absolut. Ich fand's ein gutes Event und ein bisschen Competition ist ja auch ein Ansporn. Jeder hat sein Bestes gegeben. Simon war immer am Start, wenn gebraucht war. Ja, genau, auf jeden Fall. Landwirtschaftssimulator war das Beste. Ja, lass uns Step by Step die Sachen mal durchgehen, ja? Also, ich kann mich auch nicht, das hilft mir auch übrigens, das Ganze mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, weil das ist tatsächlich in meinem Kopf ein bisschen untergegangen, weil sich dieser Tag natürlich, oder dieses Wochenende hat sich komplett vermischt und in meinem Kopf ist nur noch so ein Schleimball irgendwie und ich habe gar nicht so richtig Plan, was, wie, wo, war, ja, also entsprechend können wir es mal so ein bisschen durchgehen. Genau, wir haben erstmal Mario gespielt. Da hat unser Safe-Game nicht gegriffen, tatsächlich. Wir haben ja gesaved, haben dann aber wieder von vorne begonnen. Und es war nicht so, dass wir gedacht haben, wir spielen die leichten Level nochmal, damit wir die addiert bekommen. Sondern unser Safe-Game hat nicht gegriffen. Uns blieb nichts anderes übrig. Dann haben wir halt gesagt, ja, ey, spielen wir nochmal, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht kommen wir mit der dummen Ausrede durch. Aber letzten Endes haben wir gespeichert, aber wohl nicht richtig. Oder wir haben es nicht geladen, ich weiß es nicht ganz genau. Und dann mussten wir von vorne anfangen. Aber gut war für mich zu hören, dass Bondra letzten Endes auch einmal gestorben sind und dann aber am Safe-Game weitergemacht haben. Dementsprechend war ich dann schon mal beruhigt, weil ich dachte, okay, wir können mithalten. Weil im Vorfeld, ja, muss ich euch ehrlich sagen, weil natürlich auch der Tenor von ganz vielen Leuten im Forum oder Reddit oder so waren, ja, ey, das werden Bondra hart rasieren, da geht's gar nichts. Und diese Blöße wollte ich mir natürlich auch nicht geben, weil ich natürlich weiß, dass Leon richtig krass ist. Und ich weiß auch, dass eigentlich meine Kollegen und Kolleginnen besser zocken, beziehungsweise bin ich immer davon ausgegangen, weil ich mich mit kompetitivem Gaming eigentlich nie so im Internet präsentiere, aber Skill Arena hat mir Mut gemacht, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall wollte ich dann ja auch ein bisschen trainieren und wollte dann auch nicht abkacken, so, ne? Also das ist auch der Ehrgeiz für mich persönlich, den ich damit reingebracht habe. Und dann haben wir halt das erste Spiel verloren, aber wenn er wenig Punkte war, ja auch nicht so wild. Und ich weiß nicht, was als zweites kam. Das haben wir auf jeden Fall auch verloren. Was war das zweite Spiel, Leute? Ehrlich gesagt, wisst ihr das noch? Es war super spannend, ja, das hätte jeder gewinnen können, genau. Ich weiß nicht, was das zweite Game war. Ich könnte mir ja mal helfen. Nee, ich komme nicht drauf. Ich weiß, was das dritte war. Ja, das war Wreckfest. Weiß es jemand? Towerfall. Ach, Towerfall, genau. Towerfall war hardcore spannend. Das war wirklich super. Also diese ganzen kleineren Games waren heftig spannend, muss man schon sagen. Dann kam Breakfast, das war auf jeden Fall auch ein Highlight für mich. Wobei ich nicht wusste, dass wir Destruction Derby spielen, ne? Also wir hatten ja diese Versus Games, hatten wir ja bekommen im Vorfeld. Also wir wussten, dass wir die üben können, dass wir uns vorbereiten können. Und da hat man natürlich nicht immer Zeit, ja, muss ich auch sagen. Kupsekuchen schiebt was dazwischen. Ich glaube tatsächlich, dass viele erwartet haben, dass die Missgunst zwischen den Teams wieder so aussah wie beim letzten Mal. Aber da hatte man nun mal Team Eddie versus Team Simon, also ohnehin einen gewissen Beef-Konstellation. Dass das bei externen Gästen nicht so massiv aussah, war doch zu erwarten. Ja, absolut. Es hätte auch wirklich unangenehme Züge gegeben, denn man kann auch nicht erwarten oder es ist schwierig zu entertain, ja, und quasi Beef auf Entertainment-Level zu haben. Und dann aber mit externen Leuten das auch der Zuschauerschaft sozusagen so zu verkaufen, dass wir uns nicht auf Tod und Mark hassen, ja? Also du willst zwar Beef haben, weil das ums Game geht, aber es wird dann auch vielleicht irgendwann so eine Ebene erreicht, wo Leute eher so ein bisschen abgestoßen sind, weil sie denken, ey, das ist jetzt geht ein bisschen zu weit, so, da muss man doch aufpassen. Und das hätte ich irgendwie nicht so geil
gefunden, um ehrlich zu sein. Okay, dann hatten wir noch Treadnoughts, genau, und Wreckfest. Wreckfest habe ich nicht erwartet, dass wir Destruction Derby spielen, diesen Modus, sondern ich habe gedacht, wir fahren Rennen. So Rennen wären auch geil gewesen. So war es vielleicht ein kleines bisschen random, aber ja, Wreckfest spiele ich gern. Also, weiß nicht, würde ich sagen. Also ich hätte Shorty auch gegönnt, aber ich war halt tierisch froh, dass das die ersten Punkte waren. Im VOD kann man leider nicht so richtig sehen, beziehungsweise in der Live-Sendung konnte man leider nicht so richtig sehen, wie das, wie dramatisch das war, weil nicht, also es war, wurde leider so gezeigt vom, also die Bilddarstellung war irgendwie so komisch, dass man es sehen konnte, sag ich mal, wurde komisch geschnitten. Das war richtig spannend. Shorty und ich sind uns wirklich, Shorty hatte 4 Punkte, ich hatte 1 Punkt, sind einfach aufeinander geknallt und ich habe sie besser erwischt. So. Das war einfach, das war auf jeden Fall richtig geil. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, und das war aber noch alles normal. Da waren wir alle wach und das war alles noch irgendwie easy. So. Du hattest fast 0 HP. Ich hatte einen HP. Einen. Shorty hatte aber 4 oder 5. Tatsächlich. Holy war es einfach geil. Aber ich habe nicht aufgegeben, auch mit einem Punkt. Aber ich hätte halt tatsächlich, nur den Rand berühren müssen, also ein Hindernis, ja, ein stehendes Auto, die Begrenzung, keine Ahnung, dann wäre ich schon tot gewesen. Deswegen war es halt auch geil. Deswegen war es auch richtig geil. Treadnoughts war mega. Treadnoughts war richtig geil. Das war zum Zuschauen unfassbar geil. Was für geile Moves die gemacht haben. Chiara hat auch irgend so einen heftigen, super special Move gemacht. Sind nicht irgendwie so doppelt gehüpft oder so? Ich meine, das war... Treadnoughts war geil. Ich kann das halt nicht mehr alles so richtig im Kopf Revue passieren lassen. Ich müsste mir alles angucken und zu sagen, ja, das war auf jeden Fall Wahnsinn. Dann kam, weiß ich nicht mehr. Und dann kam Monkey Island irgendwann. Ich sage nicht, dass ich kaum zocke. Das stimmt nicht, Felinieren. Ich zocke relativ viel. Bloodborne. Oh, Bloodborne. Lass uns erstmal über Bloodborne reden. Bloodborne war richtig geil. Bloodborne war richtig fett. Und zwar, Bloodborne. Keiner, bis auf Simon, hatte Bloodborne gespielt aus unserem Team. Chiara auch nicht. Aber Chiara ist halt super fit. Chiara ist halt super fit, was die Souls-Games anbelangt. Nur Chiara spielt die grundsätzlich mit einer anderen Steuerung, sagte sie immer. Also sie hätte gerne Bloodborne mit einer für sie besseren belegt oder besser belegten Steuerung gespielt. Und das konnte sie nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kann man Bloodborne gar nicht umstellen. Auf jeden Fall hat sie es nicht, nicht geschafft. So, ne? Also Simon hat Bloodborne gespielt, sag ich ja. Niemand außer Simon aus unserem Team hat Bloodborne gespielt, aber Chiara ist die bessere Souls-Spielerin. So, und da haben wir halt gesagt, naja gut, Chiara wird so schnell antizipieren können, wenn Simon ihr halt sagt, wo es ungefähr lang gehen müsste, ja. Und das Ziel war utopisch, schreibt gerade Infinitech 1991. Das mag sein, aber es war halt so geil, weil da war auch dieses Teamgefühl richtig stark, weil Nasty und ich haben quasi supported, also mental. Simon hat gesagt, okay, da geht's lang. Chat hat auch immer noch so erzählt, was abgeht. Und Chiara war ja auch ein ganz gutes Stück vorne eigentlich, soweit ich das zumindest in Erinnerung hatte vom Chat. Aber der Boss, dieser Brückenboss, war einfach heavy shit. Und ich verstehe auch, wenn sie ihre Steuerung sonst anders hat, dass das halt noch viel, viel krasser ist. Auf jeden Fall hat sie dann einen richtig guten Durchgang gehabt beim Boss. Und da war auch richtig viel down schon, ja. Aber es war halt, und das war wirklich einfach geil, dass Leon, das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, Leon ist einfach eine Gaming-Maschine, der ist einfach universell einsetzbar, ich glaube, der kann jedes Spiel einfach Hammer, wirklich, der kann jedes Spiel einfach richtig, richtig gut. Und dann gab es diesen Foto-Finish und Leon war einfach einen halben Zentimeter hat er ihn weiter runter geprügelt, den Boss, und das war so geil. Das war einfach so ein nices Foto-Finish. Das hat einfach so ein... Das fand ich einfach geil, weil es auch da wieder gezeigt hat, wie ausgeglichen es ist. Und das hat sich durchs ganze Haus an Haus gezogen. Jedes Spiel, Chat, war so geil ausgeglichen. Also, meiner Meinung nach, hätte alles überall passieren können. Und das war richtig geil.
Dann kam irgendwann Monkey Island, das lass uns auch kurz nochmal ansprechen. Das war auch, ey Leute, das war so schön. Ich muss dazu sagen, als Kind, also ich komme aus Quakenbrück, ja, ihr kennt meine Backstory. Ich komme aus Quakenbrück, kleines Örtchen und entstamme einer Bäckereifamilie. Und mein Bruder hatte irgendwann zu Weihnachten Amiga 500 bekommen. Und das war das Highlight, Leute. Amiga 500, ich weiß nicht, viele kennen das ja wahrscheinlich gar nicht. Im Prinzip ist das nur eine Tastatur und die Tastatur ist ein bisschen tiefer und da ist dann der Rechner drin, da hast du noch einen Diskettenslot, da packst du halt deine Datenträger rein und da hast du einen Bildschirm. So, und da hast du eine fette Maus oder einen Joystick, kannst halt anschließen. Aber Amiga 500 war einfach der Shit. So, das war einfach geil. Und wir hatten nur ein paar Spiele für den Amiga. Und ja, Thomas, mein Bruder, hatte halt X-Copy. Das war so ein, damit konntest du halt Disketten überspielen, von einer Diskette zur anderen. Das war früher, gab's eigentlich keinen richtigen Kopierschutz. Wenn du dann Disketten gekauft hast, dann konntest du halt, irgendeiner aus dem Freundeskreis, bei ihm hatte halt das Original und hat dann mit der Diskette das überspielt. Das hieß halt X-Copy. Das war auch geil. Das müsst ihr euch mal reinziehen bei YouTube. Das war richtig nice. Da hattest du so zwei Screens. Einmal von der Hauptdiskette. Da wurde immer jeder Sektor ausgelesen mit so einem Punkt und da hast du immer Angst gehabt, weil dann wurden auch X'e dargestellt. Das hieß dann immer, dass der Sektor nicht ausgelesen konnte. Und wenn du dann zu viele X'e hattest, dann konnte die Diskette nicht kopiert werden, weil das natürlich der Shit, das war richtig scheiße, weil du konntest in das Spiel nicht spielen. Das war einfach richtig dumm, du wolltest ja alle Spiele haben. Das war auch richtig geil. Ja, und wir hatten auf jeden Fall Monkey Island 1 und Monkey Island 2. Und ich weiß das noch ganz genau und irgendwie ging das nicht so richtig, es waren mehrere Disketten, wie viele, weiß ich nicht mehr, aber es ging nicht alle Disketten und da musste man halt immer irgendwie den Anfang spielen. Ich glaube, wir konnten auch nicht speichern. Ich weiß nicht, das ging alles irgendwie nicht so richtig. Irgendwie hatten wir eine korrupte Diskette. Auf jeden Fall haben wir das super oft gespielt. Und das war halt super schwer damals. Und es gab halt auch nicht, wie man das ja heute kennt. Aber du googelst ein bisschen, dann kriegst du eine Komplettlösung. Oder siehst ein Walkthrough oder keine Ahnung. Sondern du hast ja halt irgendwie diese Spielemagazine gekauft. Wir hatten, glaube ich, Amiga Joker und so und haben uns dann halt die Lösungen durchgelesen und so. Das war richtig geil. Ich weiß noch, bei Monkey Island 2, da war das Titelbild von der Amiga Joker richtig böse, weil das Cover von LeChuck, dieses gemalte Cover, das war nicht so comic-mäßig, das war richtig real. Und du hast gesagt, Alter, als Kind, so als kleiner Micha, habe ich dann gedacht, Alter, das ist ja richtig brutal, das ist richtig der Shit. Da werde ich nur Albträume von kriegen. Das ist halt so ein funny Game, habe ich da auf jeden Fall noch nicht so gerafft. Ich soll es parallel als VOD ohne Ton zeigen. Okay, das mache ich. Ich bereite das vor. Moment. X, aber ich muss Amiga 500 muss ich haben. X-Copy. Amiga 500, X-Copy Professional 3.4. Das Absurde übrigens ist nämlich, das sage ich jetzt, ist so geil, das Absurde ist, natürlich X-Copy auch kopiert war, ja? Das hat natürlich auch kein Original gehabt. Ach, das war richtig funny. Ich muss mal kurz das hier reinbringen. Mal gucken, wie ich das hinbekomme. Sekunde. Ups. Eben Studio-Mode hier an. Ich hab leider kein Browser-Fenster hier vorbereitet, deswegen muss ich das mal kurz hier einrichten, aber das kriege ich alles real hin. Moment, also Fensteraufnahme, Browser. Da können wir uns auch mehr. Ihr hört schon die Sounds, ne? Das ist einfach zu geil. Oh, geil. Moment. Ich starte gleich nochmal neu. Ich will es euch zeigen. So, Chat. Das ist X-Copy. Du startest das. So. Vielleicht hast du sogar zwei Diskettenlaufwerke, es kommt drauf an. Wir hatten ein externes irgendwann. Dann musst du nicht mehr umspielen. Dann kannst du ins Hauptdiskettenlaufwerk deine Original, also deine schon kopierte Originale reinpacken und eine zweite dann die Diskette und dann, das hat keiner gerafft von uns, ja. Wir haben nicht verstanden, was man da einstellen muss. Wir haben ja auf Start gedrückt irgendwann. Das hat wirklich keiner gerafft. Einfach Copy.
Gleich kriegt ihr die Sounds. Der erklärt wahrscheinlich irgendeinen Scheiß. Aber jetzt drück mal Start. Und das sind die Original-Sounds, so hat sich das angehört. Das sind die externen Laufwerke gewesen vom Amiga 500 übrigens. Seht ihr meine Maus eigentlich? Ja. Und das sind alles Nullen. Das heißt, der Sektor wird korrekt übertragen. Ja, wird korrekt ausgelesen. Aber so hast du es gemacht. Genau so lief das. Genau so. Ich liebte den Amiga 500 mit Zusatz. Laufwerk. Byte nach Byte. Aber irgendwann hattest du, ich weiß nicht, ob die das noch darstellen. Guck mal, die wird halt perfekt ausgelesen. Ja, okay, die hatten halt sowas war das bei uns nicht. So real war, da, guck, da gab's einen Fehler, da ist eine 1, manchmal waren es X'e. Und da, wenn du zu viele hattest, dann ging's halt nicht. Und da hatten wir immer Angst vor, dass das nicht läuft. Das war X-Copy, genauso sah das aus. Hier, 1988 bis 1990. Von Cryshot. Richtig geiler Shit. Naja. Wie sah Monkey Island auf dem Amiga 500 aus? Gucken wir uns auch mal kurz an dazu. Genesis ist das natürlich. Selbstverständlich. Yeah, I want it all. Boah, sieht gar nicht so schlecht aus. Ehrlich gesagt. Aber so habe ich, so kenne ich das. So haben wir es damals, aber die Versionen früher waren ja alle so. So haben wir es gespielt. Bin jetzt deutlich komfortabler mit den ganzen, diesen, dass das Auswahlmenü anders ist und so. Aber ja, kommen wir zu Monkey Island 2. Was ist mit Shorty? Was ist mit ihr? Sie ist ein kleiner Frechdachs. Ich habe mich halt richtig gefreut, weil ich wusste, dass Simon das natürlich gespielt hat. Nasty hat es gespielt. Und ich wusste halt, dass ich halt das noch ziemlich gut im Kopf hatte, weil das war eins der wenigen Spiele, die wir hatten. So, und deswegen waren wir einfach gut vorbereitet. Simon sagte auch, ja, dann setzt du dich hin, mach das einfach. Und ja, hat ja auch im Prinzip gut geklappt. Aber dann kam Shorty und sagt so, hey, Matteo hat angefangen. Übrigens, wir haben hier Shorty, sie ist Europa, hat den Europarekord. Was geht ab? Und sie haben mir, und wisst ihr, warum ich das so geglaubt habe? Weil Chiara war skeptisch. Bei der Autofahrt nachmittags, als ich sie abgeholt habe, ich kannte Edo und Shorty wie gesagt nicht. Ich habe auch nicht mich im Vorfeld irgendwie großartig informiert mit Streams oder so. Schaffe ich zeitlich einfach nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich mich nicht interessiere, sondern ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Ich war auch ein bisschen angeschlagen und so. Und wollte dann ja auch die Spiele irgendwie üben. So, und dann sagen die halt, ja, ey, Shorty macht halt Speedruns. So, die hat's halt drauf. So, ja, alles klar, okay, heftig. Spielt sie komplett alle Spiele der Welt oder was? Was ist das für ein heftiges Team? Leon kann alles, Matteo ist nicht schlecht, Shorty macht Speedruns und ist Shooter-Queen und dann Edo, der anscheinend auch alles kann. So, geil. So, und dann sagen sie, ey, übrigens, Shorty hatte halt hier den Europarekord in Monkey Island 2. Glaube ich natürlich. Warum sollte ich das nicht glauben? So, ich habe halt die Teufel abgeholt. Hier ist gerade schon ein Clip im Chat. So ist es. Das kann man nur glauben. So, und dann sind die beiden anscheinend auch von Among Us ein super eingespieltes Team. Und dann sagt Matteo auch noch so einen kompletten Bullshit wie, ey, mit Paperglitch. Und ich habe gedacht, also grundsätzlich kann man denken, dass es kompletter Bullshit ist. Was man aber dazu sagen muss, Monkey Island 2, da war der Kopierschutz, genauso wie beim ersten Teil, dass du eine Drehscheibe nimmst, eine Papier- oder Papp-Drehscheibe, und du setzt Piratenköpfe zusammen. Vielleicht kann ich es nochmal ganz kurz zeigen, damit das auch alle wissen. Monkey Island 2, Code Wheel. Nee. Wie heißt denn das? Copy Protection vielleicht? Yes! Das seht ihr. So, das musste man immer vor dem Spiel, bevor du starten konntest, hattest du immer zwei Köpfe, ja? Die musstest du übereinander legen. Also meinetwegen jetzt hier ihn hier und ihr, sie. Und dann musst du sagen, welcher Ort. Ja, Jamaika, Tortuga, was auch immer. Und dann kriegst du eine Zahlenkombination. Und dann kannst du halt das Spiel starten.
Ja, ohne die Konst. Das mussten wir natürlich auch übrigens nachbauen, ja, ist klar. Mussten wir kopieren, auseinander machen, kopieren und dann wieder zusammentackern, damit wir dieses Code Wheel hatten. Und das ist die von Monkey Island 1. Ja, bei 2 gibt's aber die, das, also bei 2 gibt's das auch. Moment. Also 2 hatte auch so eine. Ist aber vollkommen egal. 2 hatte, das sah halt ein bisschen anders aus, aber es war genau das gleiche Prinzip. Das war eine, ah, Mix Emojo war das. Ah, warte, Monkey Island 2, Mix Emojo. Mix Emojo. Hat ja aber keiner mehr. Da hast du halt so Voodoo-Zutaten. Egal. Ihr habt's verstanden, wie es läuft, ja? Und da dachte ich, als sie sagten, ja, Paper Glitch, da habe ich halt gedacht, na klar, okay, wenn vielleicht hat das irgendwas mit dieser Copy Protection zu tun. Und das gibt es wahrscheinlich. Da dachte ich, what the fuck, Alter? Fucking Paper Glitch. Haut ab, Alter. Haut ab. Jetzt kann ich hier brillieren. Und jetzt macht ihr hier so eine Scheiße. Geht weg jetzt. Geht weg mit eurer Scheiße. Das hat mich wirklich richtig aufgeregt. Und ich war mental richtig, das war richtig kräftezehrend, weil ich dachte, das ist jetzt kein fair. Dieses Spiel, ja, wo ich Plan habe, ist kein fairer Kampf. Das ging in meinem Kopf vor. Habe ich wirklich gedacht, das kann nicht wahr sein. Jetzt kommt wirklich kein fairer Kampf. Richtig scheiße. War richtig sauer. Und Simon hat auch so geguckt, was abgeht. So. Und dementsprechend muss ich echt sagen, Kudos, Shoutout, Shorty und Matteo, echt beide sich den Ball gut hin und her geschoben. Und sie haben einfach 30.000 Leute verarscht. Außer Chiara. Chiara hat es nicht geglaubt. Auch Respekt an Chiara, die habt ihr nicht gebrochen. Aber alle anderen haben es geglaubt. Auch so Dennis und wer war noch in der, wer war noch kommend? Also Dennis Richtarski, wer war noch dabei? Steffen? Ich glaube Steffen. Wirt? Kein Plan. Auf jeden Fall heftig, heftig krass, ohne Scheiß. Und da habe ich gedacht, na gut, dann muss ich es einfach machen. Ich kann jetzt nicht aufgeben. Ich finde halt die Einstellung, irgendwas dann nicht zu probieren, das habe ich ja vornherein schon gesagt, auch bei Shootern oder so, wo ich dachte, ja, da werden wir keine Chance haben. Ich mache es einfach, ich probiere es einfach, ich gebe mein Bestes und so auch dann bei Monkey Island, weil ich dachte, ey, ja, die werden hart rasieren. Das war mir vollkommen klar. Ich hätte never ever zu 100% nicht geglaubt, dass das ein Bluff hätte sein können. Eben auch bedingt durch die Vorgeschichte aus dem Auto und so. Und weil die es einfach so souverän vorgetragen haben, dachte ich, okay, das ist verloren, aber egal. Machst es einfach so gut es geht. So, dann haben wir als Team auch gut zusammengehalten und haben einfach, Simon wusste zum Beispiel, dass man mit Punkt, wenn man die Punkt-Taste drückt, alle Dialoge, dass man alle Dialoge wegskippt. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das war halt richtig wichtig. Wobei, es hätte einfach keinen Unterschied gemacht, weil die anderen einfach nichts konnten. So, aber das wussten wir halt nicht. Aber ich wusste noch die Rätsel und die, also sehr viele. Und das, was ich nicht wusste, das wusste niemand anders. Nasti wusste richtig viel. Simon, wie gesagt, auch. Und dann sind wir da relativ gut durchgekommen. Ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben, aber es ging auf jeden Fall richtig flott. So, und nach 7 Minuten circa, also als die innere Uhr gedacht hat, so, ey, es müssten eigentlich schon über 7 Minuten sein. Es müssten eigentlich 10 Minuten sein. Weil Shorty meinte, sie braucht 7 Minuten, wenn sie sich nicht anstrengt. So, dachte ich, okay, irgendwas. Vielleicht haben wir eine Chance, vielleicht haben die irgendwie doch ein Problem oder keine Ahnung. Oder sie sind einfach. Oder zumindest haben wir noch eine Chance, ja? Also ich habe wirklich gedacht, vielleicht klappt es noch. Weil keiner gesprochen hat. Und irgendwann haben wir es dann geschafft und es war halt dieser Screen Akt 2. Ich dachte, ja, wir haben es geschafft, ganz geil. Und erst da habe ich irgendwann gerafft, so, Alter, die haben gar keinen Plan. Die haben wirklich gar keinen Plan, die haben einfach hardcore verarscht. Und das war geil. Das war einfach auch ein Highlight. Das war wirklich obergeil. Es hat mir richtig gut gefallen. Und dementsprechend bin ich jetzt offizieller Weltmeister der ersten Insel. Es gibt wahrscheinlich keine Kategorie in Monkey Island, wo es darum geht, die erste Insel zu completen. Dementsprechend claim ich das jetzt für mich selber. Danke Shorty, Europameistertitel habe ich von dir abgenommen, aber ich bin auch direkt schon Weltmeister aufgestiegen. Das war einfach der heftigste Bluff aller Zeiten. Das war einfach richtig geil. Inselmaster schreibt Julia, schön, dass du da bist. Shorty ist im Chat, ach wie geil. Shorty ist auch da. Moin Shorty. Du kriegst erstmal hier VIP-Status. Shorty TV. Dann kann ich auch lesen, was hier abgeht. Sehr gerne. Ja, ey, mega. Das war Killer. Das war auf jeden Fall richtig, richtig geil. Weiteres Highlight für mich persönlich war einfach auch,
wie heißt es, Splitgate. Einfach weil wir da Glück hatten, dass wir einfach eine gute Karte hatten, um halt Leon zu Hause zu lassen quasi. Da hatten wir ja diese Hitman-Karte, die wir übrigens danach safe verloren hätten. Also wir mussten sie ausspielen, weil natürlich irgendwie die Kritik kam halt, dass wir die zu früh gespielt hätten. Sehe ich aber nicht so, weil die hätten wir safe verloren und dann hätten Bonja uns die um die Ohren gepfeffert. Dementsprechend war das eigentlich in dem Moment sehr gut platziert, weil Leon hätte wirklich noch das ändern können. Kann zumindest sein. Und so war es irgendwie ganz gut. Splitgate hatte ich selber auch noch geübt und war auch irgendwie zufrieden mit meiner Leistung. Chiara natürlich heftigst und so war das dann auf jeden Fall gut. Was bei Chiara auch richtig geil war, dass sie gute Team-Calls gemacht hat, auf die wir uns alle einlassen konnten. Und einfach, da haben wir als Team einfach gut funktioniert so. Und übrigens, Splitgate ist ein Spiel, das würde ich gerne weiter auch noch spielen. Shorty, das können wir auch mal gemeinsam machen, auch mal mit Chiara oder so. Und dementsprechend, glaube ich, sollten wir was machen. Kalle hat eine Frage, ich soll dich dran nehmen. Du kannst einfach schreiben, ich werde es lesen, ja. Perfekt hätte die nicht einsetzen können. Ja, finde ich halt auch. Das war halt wirklich... Das war halt richtig gut. So, das war in dem Moment richtig, richtig gut. Dann, mir fallen eigentlich nur die Sachen ein, wo ich irgendwie direkt dran beteiligt war. Shorty, ja, wirklich gerne zocken. Total geil. Lass uns das machen. Kalle! Welcher Kalle ist das? Ist das Kalle? Das ist unser Kalle. Kalle, das ist unser Kalle. Sag das doch gleich! Busfahrer Kalle! Kalle, Alter! Mann, ey, ich mach den random... Kalle, was los? Kalle, was geht? Aber jetzt ist Kalle auch VIP. Meine Fresse, ey. Kuschinski, alte Zange. Meine Zeit, ey. Bist du noch... Wie asozial überheblich von mir. Kalle, Alter. Welcome zum VIP-Status. Ey, Kalle, hast du nicht auch... Wollen wir nicht auch uns mal verabreden im Internet zum Zocken? Wir sind doch jetzt alle... Wir sind doch jetzt alle Internetfreunde und so. Wir können doch alle mal zocken gemeinsam. Gute. Ich muss halt wirklich an die Hand genommen werden. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich kann nicht besonders glänzen. Ja, voll, ich streame jeden Tag, okay? Dann hast du bestimmt mal Bock auf ein Stündchen mit mir zu zocken. Das ist auch eine richtig gute Aussage. Ja, Mann. Ich bin jeden Tag hier im Internet. Internetfreunde, wie süß. Ja, so ist es. Ey, können wir trucken, Kalle? Ich weiß nicht. Kalle ist einfach ein richtig krasser Trucker. Oder so wir können doch mal Ghostrunner zusammenspielen. Snowrunner meine ich. Snowrunner zusammenspielen. Snowrun. Alter, Edo ist auch da. Snowrunner wäre vielleicht unser Spiel. Ja, Bussimulator ist halt... Das, ich glaube, dass Kalle gut, wenn er das für sich so alleine macht, ehrlich gesagt, weil es ist so... Zwei Köche, drei Köche, vier Köche. Man fragt sich immer, wann ist der Kartoffelbrei fertig, ne? Oder das Kartoffelbrei. Wann ist der Brei am besten? Und ich glaube, Kalle macht den Brei immer schon am besten, wenn er alleine drin ist. Mit Simon war Hammer, ja. Aber ich glaube, das ist schwierig. Snowrunner können wir auf jeden Fall parallel machen. So, Edo ist auch da. Okay, Kalle, ich nehme mein Wort, ne? Wir schreiben. Kalle ist ein super Teamplayer, auf jeden Fall. Edo, du musst doch arbeiten. Lass Edo jetzt hier in Ruhe. Ich bin froh, dass er da ist. Kurze Pause für Kogi mache ich gerne. Das finde ich gut. Edo, was habe ich erzählt? Ich habe erzählt, dass ich froh war, dass wir bei Splitgate dich gegen Leon austauschen konnten. Das heißt aber nicht, dass du scheiße gespielt hast. Das heißt aber nur, dass Leon in jedem Spiel viel zu krass ist. Und dass ich da ganz froh war. Aber Edo, wo du gerade da bist, ne? Was du, glaube ich, nicht so richtig gemerkt hast, ist... Das, als wir beide Tekken gespielt haben, ja. Erst haben ja Matteo und Simon Tekken gespielt in Runde 1. Und Matteo hat irgendwie komischerweise innerhalb von keiner Vorbereitung diesen komischen Feuerstoß gelernt. Der aber dann, ja, nicht immer geklappt hat. Und dementsprechend hat Simon auch heftigst rasiert, weil er es auch ganz gut kann. Dann habe ich halt gedacht, ihr werdet wahrscheinlich ja taktisch gesehen jetzt euer zweitbestes Pferd setzen. Und ich wusste aber, dass ich besser bin als Nasty, weil Nasty hat gar nicht Tekken gespielt. Und ich dachte, vielleicht wäre es dann schlau, erst Nasty spielen zu lassen, damit die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die dritte Person bei euch, die vielleicht auch wenig gezockt hat, was dann Shorty gewesen wäre, dass ich da dann bessere Karten hätte. Aber Nasty meinte, nee, Alter, du zockst auf jeden Fall.
dann haben wir es gemacht. Und jetzt muss ich aber Folgendes sagen, du hast so schnell gelernt, du hast so schnell verstanden, was da abgeht. Das hat mich richtig geschockt. Und ich war richtig heftig fertig. Also ich habe richtig gezittert. Das hast du nicht gemerkt. Aber ich habe wirklich richtig gezittert. Ich hatte das ganze Haus über, hatte ich nicht so ein krasses, Aufregungsmoment wie da, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es ging ein bisschen die Fingerspitzen. Ich war richtig so, wow, Alter, was geht ab? Also du hast mich ganz schön getrieben, ey, muss ich sagen. Das war auf jeden Fall richtig geil. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal geben. Ich glaube, es haben einige nicht gesehen, weil das mitten in der Nacht war. Aber zieht euch auf jeden Fall mal den Tekken-Kampf rein zwischen Edo und mir, weil es war super ausgeglichen. Also ja, ich hatte mehr Verständnis von dem, was ich tue, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber Edo ist super schnell rangekommen und es waren richtig knappe Matches dabei. Das war, und du bist der Treiber des Krogmanns. Das ist jetzt der neue, das ist auf jeden Fall der neue Titel, ey. Hier, was ist mit Rafastan? Karl und Rafastan haben hier einen Zwist. Ich lege euch jetzt ein paar Butterfly-Messer hier in den Weg. Jetzt könnt ihr euch mal ein bisschen mit Messern abstechen, wenn ihr wollt. Komisches Video, Alter, ohne Scheiß. Da möchte ich mal drauf eingehen. Kalle, jetzt hörst du es mal, was ich letztes Mal gesagt habe. Kurzes Break. Muss ich einfach mal loswerden. Kalle hat Musik gemacht, ja? Kalle hat mit Eskimo Cowboy Musik gemacht. Und zwar richtig abgeliefert. Richtig fett. Und das habe ich letztes Mal schon gesagt. Und ich habe auch da bemerkt, weil wir haben uns das Video angeguckt, das habe ich aber nicht aufgenommen, das hätte ich dir direkt mal geschickt. Wir haben uns das hier angeguckt auf dem Fernseher und ich fand's oberfett. Ich fand's geil produziert, ich finde den Song super eingängig und ich finde es halt, es passt wie Arsch auf Eimer. Und irgendjemand hat geschrieben, ich weiß nicht, ey, sollte er bei Gaming bleiben oder so. Und das triggert mich richtig hart. Wisst ihr, warum mich das so hart triggert? Weil, wenn alle Leute bei dem bleiben, was Leute erwarten würden, ja, dann wird sich nichts entwickeln. Dann würde niemand nach vorne kommen. Dann würde es keine Überraschung geben. Dann hätten wir alle gar keinen Spaß mehr. Man muss das befürworten. Deswegen ist auch so Hate im Internet so scheiße. Man muss einfach mal Leute damit ermuntern, dass sie Dinge ausprobieren und einfach mal aus sich rauskommen und was machen, was vielleicht nicht die Komfortzone ist. Und das ist einfach total geil. Und das solltet ihr euch mal mitnehmen, dieses Mindset. Also ganz viele, und das machen auch die meisten, aber das muss ich einfach mal loswerden, weil das ist einfach geil, wenn Leute was ausprobieren, was sie sonst nicht so gemacht haben. Das ist einfach Hammer. Und wenn Kalle gemerkt hat, er hat Bock auf Musik machen, dann ist das einfach total geil. Das heißt nicht, dass das allen gefallen muss, ja? Aber es ist einfach nice, wenn man einfach mal Dinge ausprobiert. Genauso ist es, weiß ich nicht, wenn ich jetzt sage, ich habe Bock auf Samba tanzen so, dann mag das euch nicht gefallen oder so, aber es kann halt sein, dass es für mich total geil ist. So, und ich finde es halt total wichtig. Deswegen, Leute, überlegt manchmal, was ihr damit anrichtet, auch wenn es vielleicht gar nicht so böse gemeint ist, aber was man so kommentiert. Manchmal ist es, glaube ich, besser, dann auch nicht zu schreiben, ich finde das irgendwie komisch, dass du das machst, sondern dann lasst es einfach. Dann müsst ihr aber ja auch nicht schreiben, ich finde es geil, also ihr solltet nicht verbiegen, aber es richtet Dinge an. Und da kann sich auch keiner von freisprechen. Es können 100 Leute schreiben, es ist geil, dass man sowas macht, und es kommt eine Person, das ist irgendwie komisch, das nimmt man sich trotzdem zu Herzen, ja? Und das ist halt wichtig. Macht Dinge. Und das ist in Deutschland, meiner Meinung nach, auch, das fängt in der Schule schon an, ja? Du willst irgendwie ein bisschen anders sein als andere Menschen, weil du irgendwie Bock auf Dinge hast, aber dann wird man irgendwie so erzogen, ja, das ist aber komisch. Irgendwie Michael Krogmann ist komisch, der spielt jetzt irgendwie Schlagzeug und so, das ist irgendwie komisch. Dann entwickelt sich nichts, versteht ihr das? Und das, ich glaube, da müssen wir einfach komplett gegen an. So, wenn wir Leute eher supporten und sagen, ey, geil, dass du das machst, Hammer. So. Kalle, dass du dich nicht einschüchtern lässt, ist mir vollkommen klar. Mir ist es nur persönlich wichtig, es war jetzt einfach nur ein gutes Beispiel, so, dass man einfach was macht, weißt du? Und das ist einfach geil. Macht einfach Dinge. So, das beste Beispiel ist Singen, ja? Wenn Leute sagen, ey, du kannst nicht singen, das halte ich für eine komplette Bullshit-Aussage. Komplett. Das heißt, nicht jeder kann gleich singen, nicht jede kann gleich singen. Aber jeder Mensch kann für sich singen. Auf jeden Fall, das ist gar kein Problem. Und wenn es nur Rumsummen ist. Und das musste ich auch erfahren. Ich hatte echt ganz lange Schlagzeugunterricht mit einem sehr guten Schlagzeuglehrer, dem er einfach gesagt hat, was so abgeht. So, und dass man sich nicht von so einer Scheiße unterkriegen soll. Weil dann weißt du ja halt nie, was dir Bock macht. So. Du kannst halt Dinge professionalisieren, ja, und lernen.
Aber trotzdem, lass es dir doch nicht verbieten. Wenn alle sagen würden, ey, das ist jetzt noch nicht so gut, wie willst du dann besser werden? Wie willst du dann Schlagzeug lernen? Wie willst du singen üben? Wie willst du, weiß ich nicht, nähen? Oder andere Dinge, zocken, so. Deswegen habe ich auch hier im Stream Splitgate gespielt, obwohl ich kompletter Dulli bin. So, weil ich einfach dachte, ja, aber wie willst du dich verbessern? Es ist doch okay. Du fängst halt bei Null an. So, das muss ich einfach mal loswerden, so. Wisst ihr, das muss ich loswerden und deswegen, das war jetzt ein guter Opener dafür und das wollte ich einfach nur mal kurz loswerden, ja? Maximaler Real Talk. So, und deswegen ballert euch den Clip von Kalle rein, ist international viral gegangen, ihr habt's gehört, da spricht schon der Hochmut aus Kalle, aber ey, ohne Scheiß, ist einfach geil. Was wollte ich erzählen? Also, Edo und ich haben Tekken gezockt. Krasser Shit, zieht's euch rein. Wie ging's weiter? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Orientierung, was an dem Abend, in welcher Reihenfolge, wie passiert ist. Dann haben irgendwie, gab's tausend andere Games. Ach so, Ghosts and Goblins. Was ein Crap-Game. Im positiven Sinne. Das Spiel ist natürlich gut gemacht, aber alter Schwede, wollen die mich verarschen? Ohne Witz, was ist denn das bitte für ein Schrottspiel? Also da hat ja wohl nur Gregor Bock drauf, oder? Ohne Witz. Ghosts and Goblins war mega geil, schreibt Edo. Ey, ihr müsst euch halt reinziehen, Leute. Das dürft ihr nicht verchecken. Übermüdet spielst du diese Scheiße, ja? Der ganze Bildschirm ist voll mit irgendeinem Piss. Mit irgendwelchen Monstern, die du auch nicht ausschalten kannst, weil die unendlich spawnen. Was ist denn das bitte für ein Scheiß, ey? Jetzt mal ehrlich. Das macht ja schon keinen Bock. Wenn du so spielst, so, und das war garantiert ein Spiel, was sie für Automaten gemacht haben. Das hat man ja komplett gemerkt, um Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber Respekt an Leon und an Chiara, dass sie es einfach durchgezogen haben. Und das wiederum hat aber Laune gemacht, tatsächlich, anzufeuern. Zu schauen, welches Team liegt vorne, wie können wir jetzt das lösen. Und Chiara hat einfach unermüdlich immer weitergemacht an einer Passage, die einfach meiner Meinung nach komplett aussichtslos war. Und sie hat immer ihre Ritterhosen verloren und ihr Ritteroberteil und dann lag sie da wieder. Das war so krass. Ohne Scheiß, das war so krass. Und dann hieß es, ja, ihr seid vorne. Und dann hat der Chat gesagt, ja, ihr könnt diesen ersten Gegner, könnt ihr einfach, der trollten oder könnt ihr weiter. Das war einfach, Edo und Shorty haben auch da übelst abgeliefert. Ah, okay. Alles klar, okay, das ziehe ich mir auf jeden Fall noch als VOP rein, VOD rein, ich kann nicht mehr reden. Ja, okay, dann Respekt an euch alle. Ich habe auf jeden Fall angefangen und merkte schon, ey, Alter, nee, auf keinen Fall, das kann nichts werden, weil das Spiel hatten wir, glaube ich, auch auf dem Amiga, es hat aber keiner gezockt. Aber richtig, richtig heftig, also Respekt an euch auf jeden Fall, auch nochmal innerhalb dieses Spiels abzuliefern. Dann kam mir aber eine Sache zu Ohren, da war ich enttäuscht von eurer Leistung. Edo, Shorty, Leon, Matteo, muss ich ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ihr habt bei Gears of War, bei einem der besten Spiele, wenn man auf Grautöne steht und auf Grüntöne und vielleicht auch so ein bisschen Blauschimmer, ja, wenn man so ein bisschen so ein Faible für so Matschtöne hat, so ein Faible für schwere Augen, so ein Faible für Ermüdungserscheinungen, wenn man dafür so einen kleinen Faible hat, da bin ich enttäuscht, bin ich richtig enttäuscht von euch, dass ihr da aufgegeben habt. Jetzt mal ohne Witz. Mann. Gears of War, da bin ich raus. Nein. Gears of War ging viel zu lang. Aber es ist keine Kritik, sondern ich muss sagen, Gears of War hat, glaube ich, den Job richtig erfüllt. In Gears of War hat uns alle richtig gesaugt, richtig ausgelaugt, richtig die Energie aus dem Körper gezogen. Das war so ein Staubsauger für die Seele. Ohne Witz. Das war so ein richtig so, es ist ja nicht schwer. Also du kannst dieses Spiel ja spielen, wenn du ein bisschen weißt, wie man mit dem Controller Shooter spielt. So, es ist überhaupt keine Kunst. Aber das ist Fleißarbeit, da durchzukommen. Alter Schwede, ey. Das war schrecklich. Das war für euch schrecklich, das war für uns extrem schrecklich. Und, Alter, das ist einfach... Ich muss ganz ehrlich sagen, es war so ermüdend. Man musste einfach so die ganze Zeit so Augen so auf. Ja, Chiara, das ist einfach nur wie Hausaufgaben in der Schule. Wir müssen da jetzt durch. Keiner hat da Bock drauf. Und es war halt, Edo muss ins nächste Meeting, Alter. Alles Gute.
Bleib gesund und munter, Edo. Wir sind bald hier am Zocken. Wir zocken in Ruhe. Und das war auf jeden Fall, Leute, es hat so gesaugt. Ohne Scheiß. Hass an Hass. 24 Stunden spielen mit Schmerz. Unmöglich. Ist nicht denkbar. Kannst nicht machen. Aber, ja, das auch noch. So, dann, ich kann, wie gesagt, nur über die Dinge berichten, wo ich massiv dran beteiligt war. Weil ich habe so eine, ich habe alles irgendwie verschwommen. Zum Beispiel, dieses Autoballspiel, wie heißt es noch gleich? Kann gar nicht mehr denken. Ach so, wir müssen noch über was anderes reden. Wir müssen noch über Parappa the Rapper reden, bevor wir über Rocket League sprechen. Ja? Parappa the Rapper. Fick dich. Ohne Scheiß. Parappa the Rapper war das Spiel. Wir müssen noch Parappa the Rapper durchsprechen, Ring Fit und dann die anderen Endgames. So, Parappa the Rapper. Fick dieses Scheißspiel. Fick die Entwickler. Fick alles daran, was dieses Spiel da ausmacht. Was eine Scheiße, ey. Ohne Witz. Ich reg mich jetzt schon wieder auf. Alter Vater. Ohne Witz. Alter, ohne Scheiß. Der letzte räudige Piss. Crack, 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 yack into the bowl. Ohne Witz. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Dann gibt's Leute, das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist Arbeitsverweigerung. Da gibt's Programmierer, ja, Entwickler. Ich weiß nicht, wie groß dieses Team ist. Ich weiß auch nicht, wer es entwickelt hat. Ist auch gerade scheißegal, ist nebensächlich. Da machst du ein Spiel, was grafisch echt nice ist. Ich finde das einfach von der Story, das sieht richtig cool aus. Und dann machst du schon ein paar Level und die funktionieren ganz gut. Da wird gerappt, hast du diesen kleinen Parappa the Rapper, drückst die Kombination. Ist ja wie ständige Quicktime-Events, ne? Du bist ja nur dann auf dem Controller am reinhacken und reinhämmern. Und es funktioniert gut. Und wenn du dann auch noch irgendwie, wenn du Computerspiele spielst und du hast auch bis zufällig auch noch Schlagzeug und du hast ein Rhythmusgefühl, was ich mir wirklich nicht absprechen lasse, dann waren auch die ersten drei Level easy peasy. Die waren gar kein Problem. Die gingen einfach easy peasy durch. Komplett straight. Ja? Richtig geil. Haben sie gut programmiert, alles sauber und ich dachte so, hell yeah. Die rasiere ich so weg, das ist mein Spiel. Und Leon in Ehren. Ich glaube, ich hätte sie wegrasiert. Ohne Scheiß. Glaube ich wirklich. Kann man nicht mehr nachvollziehen, kann man nicht kontrollieren, weil dann kam dieses bekackte Huhn. Da kam einfach dieses verfickt beschissene Kack-Spacko-Huhn da. Ohne Scheiß. Und warum war es so? Warum war es so scheiße? Weil irgendjemand hat es einfach nicht gerafft, das ordentlich zu programmieren. Wie kann man denn einfach drei Level ordentlich programmieren und dann scheißt man drauf. Dann scheißt man drauf. Schott, ich habe mitbekommen, dass ihr von vorne anfangen musstet. Vielen Dank dafür, dass du mir das nochmal sagst. Aber ohne Witz, dieses verfickte Hühnchen, was einfach mir Kochen beibringen will, rappenderweise, das hat einfach hinten und vorne nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Und ja, ich habe gelesen, was der Chat gemeint hat. Mach's einen halben Takt vorher, drück früher, drück einen halben Takt eher, drück einen Beat vorher, achte auf die Sterne, mach sonst was. Es ist falsch programmiert, es ist fehlerhaft, auch das Remake hat einen Bug. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, wenn du Schlagzeug spielst, wenn du Musik machst, wenn du auf den Beat achtest. Dann kannst du das nicht lösen. Es hat mich gebrochen, Leute. Ich habe einen Therapietermin schon angemeldet. Ich habe morgen meine erste Huhntherapie und werde darüber reden. Du bist in einem Taktgefühl fucking im Nachteil. Ich habe auch noch nach der Sendung Leon gefragt, ey Leon, Alter, heftigen Respekt, du hast es einfach komplett für dich partizipiert, wie es geht. So richtig krass. Aber jetzt auch nochmal ganz, ganz real gesprochen, hast du derbes Taktgefühl? Hast du musikalisches so, hast du Feelings dafür? Ich meine, nee, eigentlich nicht. Ja, okay. Also Leon hat einfach komplett drauf geschissen und hat es einfach so lange gemacht, bis es geklappt hat. Und es war genau richtig. Also dementsprechend sau, sau, krass gute Leistung von Bonja auch an der Stelle. Kikeriki Cringe. Wir müssen das Huhn finden und bestrafen. Auf jeden Fall. Ey, ich habe bis zu diesem Moment keine Hühner gegessen. Ich werde jetzt ein Video machen, wo ich einfach in Chicken Wings bade, einfach um meinen Hass allen Hühnern dieser Welt zu symbolisieren, weil die Hühner hatten sich beschweren können. Die hätten nicht unbedingt, die hätten nicht unbedingt Parappa the Rapper rausbringen müssen. So, ja? Wir wollen genau das, ich weiß.
Ich spiele gerne Rhythmusspiel. Ich mag das gerne. Mir hat auch das bis die ersten drei Level fand ich obergut. Die haben mir richtig Spaß gemacht. Jetzt kann ich echt nur sagen, fick dich, Huhn. Fick dich, Huhn. So. IRL-Stream aus dem KFC. Nee, ich bin jetzt aber, ich muss grundsätzlich sagen, da mir auch dieser Planet am Herzen liegt, werde ich das alles nicht tun. Und es wird keine Duschvideos mit Chicken Wings geben. Aber grundsätzlich hat mich das richtig aufgeregt. Aber trotzdem, das soll es ja nicht schmälern. Respekt, Leon. Nur wenn man weiß, man kann etwas gut, ja. Also ich weiß, dass ich einigermaßen okay Schlagzeug spielen kann. Nein, ich weiß sogar, dass ich gut Schlagzeug spielen kann. Das weiß ich einfach. Und ich weiß, dass ich Taktgefühl habe und ich weiß auch, dass ich die Knöpfe im richtigen Moment drücken kann. Dann ist das einfach so heftig frustrierend, so richtig zermürbend. Und Fabian Käufer hat das Spiel auserwählt und er wusste davon. Der Arsch. Aber es war auf jeden Fall, wir sollen morgen die Jagd spielen, die Rache. Das können wir eigentlich mal machen. Auf jeden Fall hat das gut gemacht und dementsprechend ist Timing wohl nicht so meins. Muss man durch. Dann irgendwann hatten wir den Landwirtschaftssimulator. Das müssen wir auch nochmal ansprechen. Weil ich fand's in dem Moment natürlich auch unfair, wie die Situation war. Weil Simon war natürlich in seinem Modus und hat irgendwie auch die Planung angegangen, was halt Quatsch war. Aber ich wusste in dem Moment auch nicht so richtig mit der Situation umzugehen. Muss ich auch ehrlich sagen. Simon war halt übermüdet und das ist halt scheiße. Das passiert halt. Also da mache ich Simon auch keinen Vorwurf, sollte die auch nicht tun. War halt müde, Punkt. So, das gehört auch dazu. Und dementsprechend ist halt die Situation so entstanden. Aber, und er hat sich gestern auch übrigens dafür entschuldigt, das muss ich auch nochmal erwähnen, rechne ich ihm auch hoch an. Aber die Stimmung war danach ja auch schon wieder gut. Ich wollte nur sagen, in diesem Moment war es so, wir wussten die Versus-Spiele. Wir hätten uns alle darauf vorbereiten können. Auch Bonra hätten sich darauf vorbereiten können. Keiner von uns hat es gemacht. Was natürlich dummerweise hinzukam, war, dass Micha und Varion natürlich auch nicht so richtig dann in dem Moment vielleicht wussten, was wir machen sollten. Aber auf der anderen Seite kannst du auch nicht sagen, du bist in der Schule, sollst Vokabeln lernen, ja, und dann kommst du zum Vokabeltest, dann kannst du ja auch nicht sagen, ey, was, wollt ihr mich verarschen, ey, ich bin sauer auf euch, ich kenne die Vokabeln nicht. Und dann kannst du auch nicht sagen, dass die anderen dann für dich einspringen und sagen, ja, aber das stimmt schon. Wir können die Vokabeln nicht, das ist richtig unfair. Nein, hast du einfach, dann kannst du diese Aufgaben nicht lösen, das wäre auch einfach fair. Also es war einfach fair, dass wir dann auch nachträglich keine Punkte dafür bekommen haben. Es war irgendwie für den Moment dumm, aber da waren wir alle, glaube ich, auch so ein bisschen in Schockstarre, dass wir Punkte, das Team Rocket Beans dafür Punkte bekommen hat, dass quasi das Community Battle, was ja oftmals auch sich so ein bisschen random angefühlt hat, dass das für uns ausgegangen ist. Und deswegen war es auch richtig, dass die Punkte abgezogen wurden, dass dann ausgeglichen war. Ja. Chiara hatte da ihr Tief. Also Chiara konnte nicht mitmachen, Chiara hätte es gekonnt, das weiß ich. Es hat sie auch gesagt, bevor sie quasi kurz mal eine Stunde Ruhe brauchte. Sie könnte das, aber sie kann nicht mehr. Also sie brauchte da Ruhe und das war auch vollkommen in Ordnung, deswegen haben wir das dann zu dritt gemacht. Wir hatten alle keinen Plan und hatten da keine Punkte. Aber trotzdem war uns bekannt, dass wir dieses Spiel hätten üben müssen. So, ja. Und dementsprechend. Und ich darf den Chat nicht beleidigen, weil Schiffe versenken war natürlich nicht random. Aber es wurde dann gut gelöst mit der Annullierung und damit ist das Thema durch, meiner Meinung nach. Dementsprechend braucht es kein böses Blut mehr geben, dementsprechend braucht man das nicht weiter diskutieren. Das war dieser Moment und damit ist das Thema durch. Weder die Organisation war scheiße, noch hat Simon großen Bullshit gebaut, weil er einfach übermüdet war. Das hätte mir auch passieren können. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und dann war es aber wichtig, weil Simon brauchte da wirklich ein bisschen Zeit für sich, dass wir dann weitermachen. Chiara war im Eimer. Nasti war fertig, Simon war fertig. Dann kam Ringfit. Jetzt muss ich was trinken. Mein Sound ist etwas. Okay, komischerweise sagen viele Leute, mein Sound sei zu dumpf. Jetzt ist es zu viel. Okay, das kriege ich. Ich bestimmt hin. Check, check. So, vielleicht ist es so besser. Ringfit kam danach, das weiß ich ganz genau, weil nach Landwirtschaftssimulator war ja erstmal so ein bisschen. Nach Landwirtschaftssimulator kam Ghosts and Goblins. Safe. Oder? Nee, immer noch.
Mir klingt's gut, ehrlich gesagt. Hifo, genau. Hifo. Nicht Gossen. Hifo, natürlich. Ringfit war, Ringfit kam davor. Ja, okay, keine Ahnung. Egal, ich hab auch kein, Leute, Reihenfolge, keine Ahnung. Hifo war super. Hifo kam auf jeden Fall safe nach dem Landwirtschaftsding. Und das war super, weil Chiara und Nasti hatten einfach den Fun ihres Lebens. Das war einfach super. Ich glaube, da hattet ihr auch richtig, richtig Spaß, ne? Shorty, das war für euch, glaube ich, auch richtig geil. Das hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Und, das war auf jeden Fall, die hatten einfach nur Lachflash, das war gut. Ringfit. Ich weiß nicht mehr, wann es kam. Ich weiß nur, dass alle richtig platt waren. Chiara war nicht fit. Nasty musste pennen. Simon mussten wir auch mal in Ruhe lassen, weil dann kam ja auch irgendwann die Stimme. Ja, ihr könnt jetzt auch Leute wecken. Ja, hätten wir ja machen können. Aber es wäre halt richtig dumm gewesen. Und irgendwann habe ich ja schon so die Rolle eingenommen, so von wegen, ja, ich kenne halt so meine Grenzen und weiß, was ich kann. Und ich sehe zu, dass das Team irgendwie ein gutes Feeling hat. Das war jetzt eigentlich meine größte Stärke, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann kam halt Ringfit. Und Ringfit wusste ich, naja, also das muss ich auch nochmal kurz erwähnen, dass ihr das auch richtig versteht und einordnen könnt bei mir. Ich komme jetzt auch wieder auf Schlagzeugspielen zu sprechen. Wenn ich Schlagzeug spiele, dann sind das 3 Minuten, 4 Minuten so ein Track. Und da baller ich auch voll durch. Volle Kanne Cardio-Training. Das ist eigentlich Hochleistungssport, Schlagzeugspielen. Und dementsprechend weiß ich auch, dass ich mich von solchen Sachen immer gut erholen kann. Also ich weiß, dass ich aus dem Nichts viel abrufen kann und ich weiß auch, dass ich mich gut erholen kann. Was halt sehr, sehr schade war bei Ring Fit, muss man wirklich sagen, und ich habe es auch nochmal im VOD mir reingezogen, dass das müsste man beim nächsten Mal wirklich verbessern, dass das Spiel nicht schon so vorbereitet war, dass ich hätte einfach starten können, sondern ich musste noch diese Einstellung und so alles machen. Und wie auch immer, ich weiß nicht warum, hatte ich halt irgendwie einen erhöhten Schwierigkeitsgrad, was auch wirklich stimmte tatsächlich. Aber das haben wir dann ja im laufenden Betrieb noch geklärt. Aber das hat auf jeden Fall mich ganz schön Power gekostet. Und ja, habe ich einfach dann alles abgerufen, was ich irgendwie hatte. Und habe dann auch irgendwie Level 2-mal gemacht und so. Und ich habe 2 Level doppelt gespielt, keine Ahnung. Aber ich glaube, am Ende war ich ja trotzdem dann auch ziemlich weit. So. Und das war auf jeden Fall cool. Aber es hätte halt nichts gebracht, zu wechseln. Weil ich war halt nur alleine. Und ich hätte dann halt, also es, und aufgeben wollte ich nicht, aber die Besorgnis aus dem Chat, die war halt richtig nice. Und es war auch richtig schön, dass so viele Herzen rüberkamen und dass irgendwie, weiß ich nicht, ganz viel Liebe rüberkam. Das war einfach richtig cool. Und danke auch jetzt, dass ihr schreibt, ey, du hast da irgendwie meinen Respekt verdient. Aber ich fand es halt cool. Also und ich hätte es auch gerne gewonnen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt weiß, dass ich mich schnell wiederhole. Ich habe zwar geschwitzt wie ein Schwein. So, Schweine schwitzen nicht, ne? Was schwitzt viel? Ich habe geschwitzt wie ich selber. Also ich habe einfach viel geschwitzt. Aber ich weiß, dass ich mich also gut erholen kann, obwohl ich halt schon Gears of War gezockt habe. Aber ja, so war es halt. Aber trotzdem haben die anderen ja auch da wieder als Team gut agiert. Wisst ihr? Also warum soll ich mich darüber aufregen? Weil die Teamleistung, darum geht es ja auch die ganze Zeit, war ja von Bonja-Seite richtig gut. Die haben ja einfach super gekämpft. Ja. Ja, Scholli, ich glaube, dass das trotzdem noch nicht ausgeglichen war, ehrlich gesagt. Weil man kann das ganz gut bei diesen Mini-Bossen sehen, was man da machen muss. Und genau, sieht man krass. Du musst auf die Bosse gucken und dann siehst du halt, wie viel Damage du machst mit deinen Moves. Und es hat, ja, hat einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Trotzdem war ich ja irgendwie dann noch da und da kann man natürlich kritisieren und sagen, ja, da kann auch irgendwie, weiß nicht, noch jemand besser aufpassen. Aber es ist auch morgens alle, das ganze Team ist gerädert. Es macht einfach keinen Sinn und es gibt überhaupt keinen Anlass dazu, sich darüber aufzuregen. Und da meine ich das auch ernst. Die Teamleistung von Bonja war einfach richtig, richtig gut. So, und dementsprechend war es einfach komplett anzuerkennen. Aber ich wollte halt auch durchpowern. Und was ich sagen wollte ist, ich wäre nicht, weil Leute schrieben, Leute, das ist doch ungesund. Leute, ich bin 35 Jahre alt. Und ich weiß wirklich, was ich mir zutraue und nicht. Und ich habe auch keinen Stolz zu sagen, ich kann das nicht. Wirklich nicht. Oder ich bin, weiß nicht, mit Bandscheibenvorfall, ich kriege das nicht hin. Ich habe nur Übungen gemacht, wenn ihr drauf achtet.
von denen ich wusste, dass die mich nicht belasten vom Rücken, ja. Also ich hatte auch keine Rückenschmerzen mehr gestern oder so. Ich habe nichts gemacht, wo ich mich weiter in Gefahr begebe, dass ich jetzt nicht fit bin. Ich habe auch die ganze Zeit Physio und Cardio und so ein Zeugs gemacht. Also, passt auf jeden Fall. Ja, also Sitz, guck mal, jetzt sagst du mal Shorty, die Sitzhaltung hat warum auch immer mehr Damage am Boss gemacht, genau. Ich hätte mich halt nicht hinsetzen können und irgendwie, das hätte ich nicht gemacht. Also ich habe halt einfach nur Dinge gemacht, wo ich wusste, die funktionieren. Deswegen auch oft die ganzen Dinge über den Kopf oder so, das hat auf jeden Fall, das war irgendwie gar kein Problem. Und das schmälert ja auch nicht die Leistung. Ich wollte nur sagen, ich habe darauf geachtet, dass ich Dinge gemacht habe, die mich nicht zerstören. Ja, also das, nur, dass du da Bescheid wirst. Weil klar beflügelt einen das mega und das wird Shorty bestimmt auch bestätigen, wenn man weiß, dass da 30.000 Leute zu gucken. So, das ist auf jeden Fall geil. Aber ja, das passt schon. Beflügelt, so ist es. Man muss auch an der gleichen Stelle, muss man auch Shorty sagen, genau, also ebenso eine krasse Leistung, weil die Leistungen, die man abruft, sind ja für jeden Menschen individuell. Shorty hat einfach nicht gepennt, so, also ganz wenig. Und sonst hat sie gesagt, schläft sie immer. Das ist doch auch geil. Das mit der Sitzhaltung kann man im zweiten Buch der Trilogie lesen. Tini und Varian wissen das. So ist es. Ich finde auch, Krogi sieht aus wie 34, wie 35, hat sich gut gehalten. Ja, auf jeden Fall. War zwar diesmal beim Team der Gäste, hat mich aber trotzdem auch gefreut, wenn ihr gut was geschafft habt. Vor allem, weil es insgesamt länger ging. Einfach schwer, wenn alle super sympathisch und tolle Leute sind. Ja, ey, keine Sorge. Ja, ey, nachts um 3 waren 20.000 Leute und morgens dann wieder 30. Das war krass, das muss man sich reinziehen. Das ist einfach ein Fußballstadion so. Das ist das Hertha BSC Fußballstadion. Einfach super. Das haben wir auch abgefrühstückt. Was übrigens lieb war, Miri. Miri ist ja einfach eine gute Seele. Miriam, unsere... Also ihr kennt ja alle Miri, oder? Hat ja auch schon mal Pen & Paper mitgespielt. Also was soll ich Miri erklären? Aber für Leute, die jetzt vielleicht Miri nicht kennen, vielleicht kennst du nicht Miri, Shorty. Die macht die Requisiten für Game 2. Und Miri hat dann so eine nette Nachricht über die Regie an mich rangespielt, ob ich nicht noch Klamotten, also frische Klamotten bräuchte. Sie würde mir was vorbeibringen. Einfach nur richtig geil. Das war einfach mega lieb. So, und dann habe ich jetzt auch gar nicht mehr so viel Plan, was abgeht. Rocket League war ein Bonjour einfach perfekt. Es war einfach so, muss man einfach sagen. Es war einfach richtig gut. Metal Gear war Simon überragend, muss man einfach auch mal sagen. Da war Simon komplett in seinem Element. Das waren super wichtige Punkte, sonst wäre die Runde da schon ausgegangen. Hätten wir da schon nichts mehr machen können. Da hat er wusste einfach nur super viel. Und da hat der Chat, da haben wir auch wieder so als richtig gutes Team fungiert. Das war auch nach dem ganzen Hickhack. Hat Simon einfach wieder richtig abgeliefert. Da ist er auch professionell, finde ich. Das ist schon geil. Hat irgendwie einen Durchhänger, da war er wieder fresh. Hat Metal Gear gezockt und es war einfach top. Einfach mit der Chat-Hilfe, es war einfach richtig stark. Und du kannst dich ja noch kurz mit der Speedrunnerin im Monkey Island quatschen. Achso, habe ich das schon gemacht. Darüber haben wir schon gesprochen. Das war auf jeden Fall cool, dass Simon noch so viel wusste und der Chat hat dann auch geholfen und so kamen wir dann echt total gut ans Ziel und haben dann Metal Gear gelöst. Aber wenn man das nicht weiß, ist Metal Gear genauso wie Monkey Island extremst schwierig, weil dass man gegen die Wände klopft und da Hohlräume entdecken muss, die man dann mit C4 wegsprengen muss, um dann irgendwie beim Boss zu sein, ist einfach richtig absurd. Aber ich fand es halt geil, dass wir das dann irgendwie hinbekommen haben und von daher war es auf jeden Fall cool. Rockabilly TV ist auch da. Guten Tag. Hallo, hallo. Richtig schön. Der Blöffer, überragend. Ja, das haben wir schon abgefrühstückt. Das war auf jeden Fall. Da wollte ich nochmal kurz sagen, weil ich auch gelesen habe, dass einige Leute es irgendwie komisch fanden, dass wir so nett miteinander waren, Bonjour und RBTV, und dass es auch diesen Moment gab, wo Bonjour quasi die Minions-Torte bekommen haben, ja. Muss ich ehrlich sagen, Leute. Das war unsere letzte Runde, wir mussten Credits ausgeben. Mich hat das richtig gewundert, dass Leute das als negativen Punkt aufgefasst haben. Wart ihr noch nie in einer Kneipe? Habt ihr noch nie mitbekommen, wenn Tisch 1, Tisch 2 ekelhaften Schnaps ausgibt? Und dann müssen die den saufen? Das war für mich genau das gleiche Feeling. Ihr fresst jetzt diese ekelhafte Minions-Torte, ihr alten Bonjour-Lappen. So, das war auf jeden Fall meine Logik.
So, und ich habe auf jeden Fall die Benjamin Blümchen-Torte gegessen. Und die war auf jeden Fall, die haben wir zur Hälfte aufgefuttert. Und ich muss sagen, Leute, seid ihr bereit für den richtigen Real Talk? Seid ihr bereit für den richtigen ekelhaften Real Talk? Also jetzt, wo es keinen Zurückhalt mehr gibt. Seid ihr bereit? Jetzt, es wird ein bisschen eklig. Also wer nicht mehr Real Talk haben will jetzt an dieser Stelle, ja, muss jetzt weghören. Ich sage euch, es wird ekelhaft. Nein, es ging nicht um die Benjamin Blümchen-Torte war geil. Darum geht's nicht. Ich wollte nur sagen, ihr staunt über die Leistung von mir, ja. Ich gebe euch noch einen kleinen Fun-Fact, der keinen Platz in der Show hatte. Ja. Aber ich will nur so viel sagen. Ich habe eine kalte Bowl gegessen. Das Bier war übrigens super wichtig nach Parappa the Rapper. Ich habe eine kalte Bowl gegessen, ich habe Torte gehabt, ich habe Tomaten gehabt, so Kirschtomaten. Hab sehr arschviele Weintrauben gefressen. Wirklich super viele Weintrauben. Wir haben das süße und salzige Snackpaket weggebracht. Das war ein bisschen blöd. Habe viel Cola zu mir genommen, richtig viel Kaffee. Ich habe sau viel Kaffee gesoffen. Bier gehabt, wie gesagt. So. Ich bin zweimal während des Spiels aus dem Set gegangen, also als die anderen gespielt haben. Ja. Ja. Nee, ich habe mich nicht eingeschissen, also ich habe zweimal richtig ordentlichen, flotten Otto gehabt, Leute. Ohne Scheiß. Ohne Witz, ey. Da dachte ich auch noch, wollt ihr mich verarschen? Ey, was ist das denn bitte? Also dafür könnt ihr mir Respekt aussprechen. Ohne Witz. Dafür könnt ihr mir Respekt aussprechen. Das war auf jeden Fall meine persönliche Bestleistung. Ohne Witz. Ihr lacht jetzt, aber ihr alle, und da könnt ihr euch nicht vor verstecken. Jeder und jede von euch kennt das. Wirklich. Ohne Witz. Und da brauche ich jetzt eure Herzen, eure Fs. Weil da habe ich wirklich gedacht, Alter, das ist jetzt anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Ohne Witz. Ohne Witz, das war so fucking anstrengend, ohne Witz. Oh nein, Alter. Das ist so wie, ihr kennt das Video mit dem Opa, dem niederländischen Opa, der Bungee springt. Alles voll. Nee, alles sauber geblieben, keine Sorge. Wirklich, aber das war einfach. Ich muss es einfach. Es ist einfach auch eine schöne Geschichte. Die Geschichte ist einfach zu gut, um die nicht zu erzählen. Alles voll. Ich hab ein Malheur. Ohne Scheiß, ey. Das war einfach richtig dumm. Naja. Ja, du bist früher viel Zug gefahren, man kennt das, ja. Jeder, der beim Bund war, kennt das. Ja, ja. Ey, es ist einfach ein super dummes Thema, aber ehrlich gesagt, ey, es kann jeder nachvollziehen. Und passt. Ich bin dafür, dass ihr 4 Spieler, dann sollten wir aber alle 8 Spieler zusammen Recap machen im Discord. Also dann finde ich nicht nur Team Rocket Beans, dann sollten wir wirklich das als Happening machen. Und alle auf jeden Fall. Nee, es war schon vorm Bier. Das Bier hat mich einfach, hat mich wieder, ich brauchte das Bier wirklich nach Parappa the Rapper. Im Herzen bin ich ja auch irgendwie, also ich denke ja auch immer, ich bin Rockstar, muss ich sagen. Und ich brauchte das Bier wirklich. Es tat mir auch wirklich gut. Es war wirklich ich mache jetzt irgendwie doch Bierwerbung, weil es sich so anhört. Aber es war für mich persönlich in dem Moment wirklich eine gute Entscheidung, ein Bier zu trinken, weil für mich war es nicht morgens, auch wenn es morgens war, aber für mich gefühlt war es halt immer noch abends, ja. Und ich brauchte das einfach. Ja, also da nehme ich eure F sehr gerne für an. Wir stehen bei dir auf gute Ernährung. Reparaturbier passt schon. Ein Rockstar darf Bier trinken. Ey, man muss aber auch sagen, das Essen war ja gut. Also die Bowl war super lecker.
Und Obst und es war alles für sich genommen total gut. Auch die Benjamin Blümchentorte, wo Janina meinte, ey, der hat keinen Job. Benjamin hat keinen Job, Alter, was ist los? War auf jeden Fall gut. Aber ich glaube, im Magen in Kombination mit 36 Stunden Schlafmangel hat dann dazu geführt, dass ich, ja, hat rebelliert. Aber ich muss auch sagen, ich bin damit dann letztendlich, also sagen wir mal so, das Ganze hätte noch anders sich ausspielen können, aber ich bin dann wieder souverän, bin ich auch wieder zurückgekommen ins Game. Ingwer-Shots. Hatte ich Ingwer-Shots? Ich hatte auch noch Ingwer-Shots irgendwie, glaube ich, ne? Aber eine Sache muss ich euch sagen, ich habe vor dem Event, habe ich mir Knäckebrot gegönnt. Und zwar gibt es von einer bestimmten Knäckebrotmarke so verpackt mit Schmierkäse schon, in so Tütchen schon verpackt. Da hast du so Knäckebrot, zwei so Lappen. Dazwischen ist so Schmierkäse. Und die habe ich mir reingepfiffen. Die waren ganz... Ich weiß nicht. In meinem Magen war Chaos. In meinem Magen war richtig... Da war richtig Halligalli. Da war richtig Achterbahnfahrt die ganze Zeit. Und dann war Crack, Crack, Crack. Egg into the bowl. Ja. Ey, jetzt müssen wir einmal noch kurz hier was abarbeiten. Und zwar habe ich nämlich Dr. Drake Remoray hat hier reingesubbt. Wachsenborke, Plutonium Rave, Mercerin hat gegiftet für Shorty. Shorty ist jetzt hier Abonnentin. Shorty, das heißt, du musst oft hier sein. Aber klar, wir zocken ja auch demnächst. Dann haben wir noch Slurf, Flaschenpfand Frank und Protagon. Ebenso hat Arti Voodoo resubscribed. Vielen, vielen Dank. Raffi Merkava hat resubscribed. Schon 3 Monate am Start. Und auch Piui hat resubscribed. Vielen, vielen Dank. Schön, dich zu sehen, du Maschine, schreibt El Rakiti. Ich freue mich, euch zu sehen. Das ist alles sehr, sehr schön. Ja, aber vorverpackt. Ja, ich dachte, das wäre halt schlau, weil irgendwie hatte ich noch Bock, was zu essen vor der Sendung. Ich war, glaube ich, auch smart tatsächlich, aber naja, ich sehe euch auf jeden Fall. Krogi hat das Event ungemein bereichert, hab ihn total gefeiert und seine Laune steckt immer an. Vielen, vielen Dank. Leute, seht ihr eigentlich diese geilen Emotes? Little Fox Panda hat hier so einen geilen, so einen Krogmann-Lurk-Emote gemacht. Little Fox Panda hat nämlich ganz viele Eichhörnchen-Emotes gemacht, die ihr for free als Follower oder Followerin hier bekommt. Die habe ich so angelegt, dass die alle bekommen können. Man muss nicht extra Abonnent oder Abonnentin sein. Das ist doch schön, oder? Ah, sind sie. Ja, Mann. Geil. Guck sie, MVP. Ja, da freut mich. Oh, diesen Tweet. Gefällt mir gut. Ist ganz nice. Krogi, du warst einfach immer wieder extrem. Ich war auch wirklich, ich muss ehrlich sagen, mir tat das echt gut. Also warme Dusche vom Chat und Kommentare und dass ihr wirklich damit zufrieden seid, weil ich kenne ja auch meine Art, ja. Ich weiß, dass viele das mögen, ich weiß aber auch, dass einige oder auch ein paar das sehr laut und anstrengend finden, so ist mir alles bewusst. Aber ich fand halt für, also, dass ihr das, ihr habt mich da auch ganz schön supportet, muss ich echt sagen. Das war auf jeden Fall total gut. Und das war auf jeden Fall sehr schön. Lass uns das Gespräch das eben abschließen mit Haus an Haus. Wie gesagt, Metal Gear war geil. Minion Torte habe ich euch erzählt. Dann hatten wir noch Laser League. Hieß es so? Ja, Leute, was ging ab? Laser, ich habe nichts gepeilt. Das war das finale Spiel. Ich habe nichts verstanden. Also, Matteo und ich, wir saßen in der Gaming Area in der Ecke. Also gegenüber der spielenden Leute. Und wir waren beide so und dachten, Alter, ich raff nix. Ich raff gar nichts. Weil, wenn man halt so übermüdet ist, man kann sich ja auch nicht mehr konzentrieren. Man will es ja eigentlich auch gar nicht wissen, wie das Spiel geht. Und es hat sehr lange gedauert, um zu verstehen, was ihr da macht. Das war ein richtig krankes Brainfuck-Spiel. Und ich habe dann einfach irgendwann angefangen zu singen. Ich habe die ganze Zeit Elvis gesungen, In the Ghetto. Und dann habe ich auf einmal ein Mikrofon bekommen. Was ich nicht wusste ist, dass Chiara und Simon meinen Sound vom Mikrofon gehört haben. Und ich habe die nicht motiviert, ich habe die ganze Zeit In the Ghetto gesungen. Weil Chiara meinte das nach der Sendung, meinte sie, Alter, Krogi, warum hast du denn die ganze Zeit gesungen? Das wusste ich nicht, dass du was hörst. Ich habe einfach für mich ein bisschen gesungen. And your mama cry. Richtig dumm.
Mann, ich habe auch. Chiara ist auch da. Geil, wie schön. Schön, dass du da bist. Ja, war schön. Richtig dumme Aktion einfach. Aber ich singe Lieder von Elvis, ja. Cool and gray Chicago morning. Deswegen die Lage. Nein, das glaube ich nicht. Aber es war richtig krass, war ein richtiges Brainfuck-Spiel. Und Chiara und Simon haben auf jeden Fall einen mega Job gemacht. Aber Shorty und da war es dann auch Leon, ne, oder? Shorty hat auf jeden Fall mitgespielt. Das war auf jeden Fall krass. Und irgendwann kam Mandy, die Aufnahmeleitung gemacht hat, kam zu uns und meinte, ey, also zu Matteo und mir, ey, feuert die mal ein bisschen an und so. Ich glaube, die wollten irgendwie noch Bilder haben von uns. Leon, ne, ja. Ich glaube, die wollten irgendwie Bilder haben für einen Stream, so von wegen, wie wir so richtig mitgehen. Aber wir waren halt so drüber. Ich habe einfach so ein Mikro genommen, einfach nur gesungen. Hatte aber dieses Headset, was dann eben Chiara und Simon gehört hat. Und Leon stand da auch nur so, Leon nicht, Matteo stand da auch nur so, komplett kreidebleich, so, ja, keine Ahnung. Aber irgendwann hat er auch so, ja, so, und dann war es ja auch irgendwann absehbar, weil dann sich Bonjour abgesetzt hat. Und dementsprechend auch natürlich verdienter Sieg, Glückwunsch, GG, von Herzen, richtig gutes gegnerisches Team, tolle Gewinner, fair, durchgängig fair, super liebe Leute, es war einfach richtig stark und dementsprechend verdient gewonnen. Wenn man aber auch sagen muss, Chiara bei uns, derbs abgeliefert und wir als Team aber auch derbe abgeliefert. Also wir hatten auch unsere Stärken und konnten sehr, sehr lange super mithalten, nämlich kommt ganz bis zum Ende. Also es war wirklich richtig krass und es war überhaupt nicht absehbar, was wie passiert und das war halt total geil. Ja. Edo ist zurück. Ihr wart unfassbar stark. Ja, das war auf jeden Fall super. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht und es war einfach auch total cool, dass es grundsätzlich so ausgeglichen war. Ich kann euch sagen, was das Finale gewesen wäre. Das Finale hätte aus 3 Spielen bestanden. Also der letzte Spieleblock, also die letzte Möglichkeit. Also hätte, mal angenommen, RBTV hätte das Laser-League-Spiel gewonnen, da hätte es ja ein finales Punkte-Match gegeben, ja? Und dieses Punkte-Match hätte aus 3 Spielen bestanden. Und das heißt, es hätten 3, und man hätte nicht das Doppel spielen können, es hätten 3 Spieler bzw. Spielerinnen antreten müssen. Also für jedes dieser 3 Spiele eine andere spielende Person. Das war einmal Nidhogg, das war Gang Beasts und es war Mario Maker, glaube ich. Ich glaube Nidhogg, Gang Beasts und Mario Maker. Ja, Mario Maker. Und das wäre einfach, Alter, das wäre das brutalste Finale aller Zeiten gewesen. Im Finale noch 3 Spiele, wie bescheuert sind die eigentlich? Jetzt mal ehrlich. Ohne Witz. Und, also Gang Beasts war 2 und 2. Ah ja, da hätten alle 4 mitgespielt, genau, so war es. Stimmt. Und dementsprechend wären alle 4 Spielerinnen am Start gewesen. Genau. Edu schreibt es gerade. Gang Beasts wäre 2 und 2. Wir hatten, glaube ich, wie wäre es denn bei uns gewesen, glaube ich? Gang Beasts wäre, ich glaube, Simon und ich gewesen, Gang Beasts. Mario Maker, Chiara und Nidhogg wäre dann Nasty gewesen. Ja, so hatten wir es, glaube ich, uns aus überlegt. Das ist richtig, ja. Aber sind wir ehrlich, also, wow, ey. Es hätte uns alle richtig zerstört. Das wäre es gewesen, RIP. Wie, nicht das Traumduo Simon und Chiara bei Gang Beasts? Nee, weil Chiara ist für Gunnar eingesprungen. Und Gunnar hatten wir halt an der Mario Maker Position gehabt. Und da hätten wir dann auch nichts mehr gedreht. So. Also deswegen. Also Chiara ist im Prinzip wirklich 1:1 für die Gunnar Games eingesprungen. Und das muss man auch sich nochmal überlegen, ne? Also ich weiß, dass du gerade da bist, Chiara, deswegen ist das immer so ein bisschen cringig, wenn man über Leute redet, die anwesend sind. Aber ich finde es einfach heftig, dass du so spontan gesagt hast, du machst mit
für dieses heftige Event. Und da hast du dir einfach die Zeit genommen und hast einfach abgeliefert. Und auch, ey, wir beide waren auch ein super Team. Also auch da nochmal richtig, richtig krass. Ich möchte dich loben, absolut. Es war einfach mega, mega heftig. Einfach alles abgerufen und wenn man einfach nicht weiß, wenn man, also vormittags wirst du angerufen, ey, machst du jetzt heute Abend mit, bis 24 Stunden live. Heftig, ey. Ohne Scheiß. Also ohne Witz. Chiara gut. Aber sind sie auch Chiara gut? Fragt Chiara. Wir sind ein gutes Team. Progi. Ja, so ist es. Sind wir auch Chiara. Wir müssen daraus was machen. Wir sollten Leute erniedrigen in Videospielen. Aber was ich sagen muss, und das möchte ich einfach auch aus Respekt zu Gunnar, ich mag diese Vergleiche nicht. Also auch wenn ich Chiara hardcore feier, so und aber ich finde es halt blöd, jetzt zu sagen, ohne Chiara wären wir früher ausgeschieden. Es mag alles sein, so, aber Gunnar kann auch viel. Und das ist halt irgendwie, das sind blöde Kommentare, ja. Weil Gunnar ist einfach krank gewesen. Das hat sich jetzt keiner ausgesucht. Aber trotzdem feiern wir jetzt Chiara, weil es geil ist, ja. Nur spart euch diesen Satz, das ist alles. Perfekt. Gunnar war aber schon immer krank. Ja, absolut. Gunnar gut. Nee, aber Chiara heftig, ey. Okay, wir sollten Leute erniedrigen, Videospielen. Sieht dann so aus. Also du solltest dich da und da noch verbessern, aber gut gespielt. Ja. Kann sein. Sorry für Off-Topic, aber willst du Riders Republic spielen? Ja, auf jeden Fall, schon installiert. Also Chiara hat auf jeden Fall, der war abgeliefert. Mehr wollte ich einfach nicht sagen, richtig fett. Möchte einmal nur erwähnen, dass Gunnar krankheitsbedingt ausgeschieden ist und dass Gunnar auch ein super Typ ist und auch gut zocken kann. Es wäre anders gewesen, das alles. Für mich hat Tony Hawk gefehlt. Ja, bestimmt. Aber wir müssen schon sagen, ich fand die Spielauswahl sehr gut, weil es waren sowohl Skill-Games dabei, als auch so ein kleines bisschen Random-Games, aber unterm Strich war das doch super ausgeglichen. Also wie auch immer, ich glaube, Wirt hat sich ja viel um die Spiele gekümmert und auch Fabian. Ich glaube, man kann da schon sagen, dass jetzt nicht, dass es nicht so war, dass nur Spiele für Rocket Beans da waren, wo wir irgendwie, wo man zeigen konnte, ja, okay, wir können die Spiele und es gab jetzt irgendwie keine Shooter und keine Skill-Games, weil die von Dre können. Ich fand, es war wirklich ausgeglichen und ich finde, es war wirklich auch ein reell und gut verdienter Sieg von Bondra und wir haben auch gut und reell gegengehalten. Und das fand ich irgendwie richtig gut. Also es fühlte sich null cheesy an. Also wirklich komplett gar nicht. So. Und Nasty war auch Hammer. Nasty hat auch komplett abgeliefert. Volle Kanne. Wart ihr zufrieden mit der Produktion, auch im Sinne der Vorbereitung? Ey, absolut. Ich meine, ich kann zur Vorbereitung nicht so viel sagen, weil ich natürlich bei allen Gesprächen ausgeschlossen war, damit ich nichts mitbekomme. Aber die, ja, also wir wussten, also als Spieler kann ich nur sagen, ja. Ich wusste, wann ich wo sein muss. Ich wusste, welche Spiele ich zur Vorbereitung habe. Ich wusste, dass ich wenig schlafen werde oder gar nicht. Das war mir klar. Und ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich weiß nicht. Shorty, wie ging's dir? Also, bist du noch da? Und Chiara brauche ich nicht fragen, weil Chiara wusste nichts davon, dass sie mitmachen wird. Aber ich glaube, das kann man schon so sagen, oder? Ich fand das alles wirklich super gut. Das, was Krogi sagt, ja. Also, ich finde nur die Regelerklärung war etwas unverständlich. Ey, das war nur bei dem Landwirtschaftsding so. Und da wiederhole ich mich. Hätten wir das einfach gespielt im Vorfeld, uns dann mit dem Spiel auseinandergesetzt, dann wäre es erstmal gar nicht zu diesem Moment gekommen. Und ja, es war unglücklich, dass Reinke und Varion
dann vielleicht nicht so richtig über das Spiel Bescheid wussten. So. Aber grundsätzlich war es unser Versäumnis, dass wir es nicht geübt haben. Das muss man auch akzeptieren und einfach auch ehrlicherweise so sagen. So, dann kannst du einfach nicht, kannst auch nicht die Lehrerin abfacken, sondern weil du sagst, dass du selber nicht geübt hast. Das macht keinen Sinn. Ja. Bloodborne hätte ich gerne gespielt. Schreibt Julia. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem waren die gut. Aber wie gesagt, mit Simon habe ich auch schon durchgekaut. So, ich finde es halt super gut, wie Simon damit umgegangen ist. Er hatte da Schlafmangel, hat ihm irgendwie nicht gepasst, so muss man akzeptieren. Danach war es ja auch wieder alles cool. Und das kann halt passieren. Danach war alles wieder in Ordnung, wir waren als Team cool und klar hätte die Situation da kippen können, ist sie aber nicht und dementsprechend ist alles geil. So. Ey, Chiara meldet sich ab hier aus dem Stream. Heute kickt die Müdigkeit extrem. Chiara hat doch gestern krass Call of Duty gezockt. Chiara, ich mach mal irgendwie eine Möglichkeit mit Shorty und dir, dass wir mal Splitgate spielen, ja? Sollten wir echt tun. Aber erhol dich erstmal gut, Chiara. Schlaf schön und tanke Energie. Fürs nächste Mal würde ich empfehlen, die Spiele nicht im Vorfeld bekannt zu geben. Ja, aber dann macht's doch gar keinen Sinn mehr. Also, guck mal. Wie unterhaltsam wäre das gewesen, wenn wir von den Spielen, also von allen Versus-Spielen, ja? Also, nee, andersrum gesagt. Wenn du keine Vorbereitung haben willst, ja? Dann müssten alle so drauf sein wie Leon. Alle Teilnehmer. Und du kriegst bestimmt 2, 3 Leons, aber du kriegst nicht 6 Leons. Das wird's nicht geben. Ich glaube, in eurer Vorstellung klingt es unterhaltsam. Ja? Aber die Versus-Games, wo du wirklich dich duellierst, glaube ich, macht Sinn, dass du dich ein bisschen vorbereitest. Ob du das machst oder nicht, ist dann die Entscheidung des Teams oder persönliche Entscheidung. Aber die Speedruns waren alle unbekannt. Und da hat man doch gesehen, das war unterhaltsam, das war cool. Da haben manche Teams bei Spielen wusste mehr, andere weniger. Aber die Versus-Spiele finde ich absolut richtig, dass man sich vorbereiten konnte. Und außerdem fand ich auch cool, dass wir im Vorfeld letzte Woche, ich war dann ja leider ein bisschen krank, aber dass wir auch Montag diesen Übungsstream gemeinsam gemacht haben. Das war auf jeden Fall cool. So. On a cold and gray Chicago morning. And again. Ein Teil bekannt, ein Teil unbekannt. Achso, das ist nicht ganz klar. Ja, es gab ja bei Haus und Haus, also hast du es offensichtlich nicht gesehen, hol's bitte nach. Gab es Spiele, die wir gegeneinander, also die beiden Teams gegeneinander gespielt haben. Dann gab es Spiele, die man bei sich im Haus gespielt hat, auf dem eigenen Screen für sich sozusagen, ja. Diese Spiele waren nicht bekannt, aber die Spiele, die man gegeneinander gespielt hat, die waren bekannt. Ja. Bisschen viel Werbung. Und Katzennahrung, ja, das muss man auch nochmal einmal klären, beziehungsweise meine Aufgabe ist, das glaube ich jetzt auch einmal dann zu klären. Das war ja keine Werbung. Es gab nicht viel Werbung bei Haus und Haus. Es gab sau wenig Werbung. Also Werbung im Sinne von, es gab Produktplatzierung und Einnahmen oder Werbung mit Einnahmen. Es gab Pausen. Die gab es viel. Und zwar, aber auch verhältnismäßig viel. Und zwar nach jedem Block, nach jeder Stunde, würde ich fast sagen. Ja. Das war aber nicht so geplant. So, das muss ich auch mal sagen. Während des Events passieren Dinge, die man nicht geplant hat. So, und das ist für alle, und nicht nur für die Spieler, sondern auch für die produzierenden Gewerke dahinter. Es ist ja auch eine lange Zeit, die diese Veranstaltung in Kauf nimmt. Und das ist für alle wirklich sind hart gestresst und wollen aber das Bestmögliche abliefern. Und so eine Veranstaltung verlangt viel mehr ab, als das, was man sonst von den Leuten erwarten würde. Und wenn dann solche Situationen entstehen, lass uns mal bei dem Landwirtschaftssimulator-Ding bleiben, wo man nicht so richtig weiß, wie geht's jetzt weiter, da ist es manchmal ganz gut, dann einfach mal eine Minute länger sich zu nehmen oder lass es 5 sein, um dann einfach die Sendung weiter sinnig bestreiten zu können. Um einfach auch selber mal einen Plan zu kriegen. Okay, wir müssen jetzt dieses Spiel, das revidieren wir, das annullieren wir. Da gibt es keine Punkte. Da gibt es auch Leute, die das entscheiden. Und das ist aber trotzdem nicht leicht, weil dann hast du diese 30.000 Leute im Chat, von denen vielleicht nicht 1% irgendwas schreiben.
Und das ist ja für, also das ist als Zuschauer, wäre es mir übrigens auch fucking egal. Dann würde ich auch sagen, macht eine ordentliche Sendung. Aber ich bin in dem Fall ja auch zum einen Mitarbeiter, zum anderen aber auch Teilnehmer. Und möchte einfach auch quasi das Team, was das produziert hat, einfach den Rücken stärken und sagen, das ist vollkommen in Ordnung, das gehört dazu, weil das einfach zu lang war. Deswegen brauchten sie die Pausen. Ich finde die Vorschläge gut, die im Forum geschrieben wurden oder bei Twitter oder wo auch immer oder in einem Video, dass man ja diese Pausen hätte füllen können mit Kameraeinstellungen der Häuser oder sowas. Ja, voll, aber es wird auch Gründe gegeben haben, warum das nicht geklappt hat, die ich jetzt nicht kenne. Weil wir sowas sonst ja auch irgendwie oft gemacht haben. Ja. Genau, ich wollte einfach nur sagen, es gab Gründe dafür und die akzeptiere ich komplett. Und was man vergleicht sowas ja natürlich immer viel mit Fernsehproduktion. Aber es ist schon krass, 24 Stunden, ja, lass es 22 sein, ja. Aber die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben ja auch früh angefangen, also die Kollegen. Die haben ja auch irgendwie nicht erst um 20 Uhr mit der Schicht begonnen, sondern es ging alles früh los. Und man will es dann möglichst gut machen. Natürlich fuckt einen das dann auch ab, wenn dann irgendwas nicht technisch so läuft oder so. Und man kann das aber dann meistens im laufenden Betrieb nicht mehr bei so einer großen Sache nicht so richtig lösen. So, ne? Das ist halt das Problem dahinter. Aber ich glaube, das versteht ihr dann auch alle. Ich glaube, das kann auch dann jeder nachvollziehen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich verstehe auch, dass das abfuckt, wenn man da guckt und dann es geht 10 Minuten nicht wirklich was weiter oder so. Und ich wäre auch, glaube ich, jemand, der einfach sagt, ey, was ist das denn für ein Scheiß? Muss ich schon ehrlich sagen. Aber letzten Endes sind das alles Leute, die weit über ihre, wie gesagt, normalen Anforderungen hinausgehen und auch ein heftiges Herzblut haben, so, und um Dinge zu realisieren, um das für euch zu machen, um das für uns zu machen. Und ich bin einfach auch super dankbar, dass ich als Teilnehmer so eine Erfahrung jetzt gemacht habe. Ich fand es einfach richtig schön und kann für mich jetzt sagen, ja, sowas macht mir richtig Bock, das liegt mir total. So, muss ich auch mal so sagen. Muss ich mal ein bisschen Chat lesen. Wenn man die Leute auch, also Eva schreibt, es wäre komisch gewesen, wenn man die Leute filmt in Pausen. Für uns war vollkommen klar, dass wenn wir in den Räumen sind, und wir übrigens, das hat auch jemand geschrieben, dass unsere Räume nebeneinander liegen würden, das stimmt nicht. Wir waren wirklich in Haus Nummer 11 und in Haus Nummer 15. Also Bonja waren in Haus Nummer 11, Rocket Beans waren in Haus, wirklich in einem getrennten Haus, nämlich Haus Nummer 15. Es war wirklich real Haus an Haus. Absolut richtig. Uns war aber vollkommen klar, dass wir die ganze Zeit gefilmt werden würden. Also es war jetzt nicht so eine Privatsphäre oder sonst was Schonung, ne? Also wir waren immer da. Nochmal Haus und Haus und was? Ey, safe, wir können heute Haus und Haus starten. Ist mir, also wirklich, ich habe damit kein Problem. Würd's machen. Aber mir hat auch schon dieses 24-Stunden Skyrim-Ding gefallen mit Michael Reinke, wo wir einfach 24 Stunden Skyrim gespielt haben. Und ich bin jetzt übrigens bei Haus an Haus viel besser noch dadurch gekommen, durch die Zeit, als bei Skyrim. Skyrim lag mir schwerer am Magen als jetzt Haus an Haus. Ogi, in der Primetime vielleicht zwei Spiele gleichzeitig, fand Bloodborne zum Beispiel langwierig. Ey, will ich nicht entscheiden, hat bestimmt alles seine Vor- und Nachteile. Für mich als Teammitglied war es einfach geil, einer Person zuzuschauen und da anzufeuern. Ich glaube, mich hätte es hardcore gefrustet, wenn da jetzt drei gespielt hätten, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, da gibt es einfach Vor- und Nachteile, das kann ich nichts zu sagen, ehrlich gesagt. Ging es theoretisch von den Räumlichkeiten her mehr als zwei Teams? Nein. Ey, das müsst ihr euch mal einmal wirklich geben. Technisch gesehen ist das mega heftig. Also es ist wirklich nicht easy, so eine Sache zu produzieren. Weil man nimmt das immer, ich weiß nicht, wie die Vorstellung ist von Leuten, die ganz wenig Bezug zu dieser Materie haben. Nämlich, wie so eine Regie aufgebaut ist, wie so eine Produktion funktionieren kann. Wenn du jetzt der NDR bist und du hast einen Kontrollraum, der einfach zig Inputs hat, ja, zig Kameras bedienen kann, Toneingänge und so weiter und so fort, du hast einfach das Personal, dann kannst du riesige Shows fahren. Für uns ist das richtiger Hassel, also so richtig, richtig heftig. Da werden Strippen gezogen, die da vorher nicht waren.
da werden Dinge gemietet, die wir nicht haben und so. Das ist einfach, das ist richtig heftig und letzten Endes habe ich immer den Vergleich und der hinkt natürlich ein bisschen, aber mit den Möglichkeiten, das ist so ein bisschen so wie aus, das ist ein bisschen MacGyver-mäßig immer. So, wie gesagt, es klingt jetzt viel negativer als es ist. Wir haben schon mittlerweile ganz gute Technik, aber quasi auch mit Sperrmüll geile Kunst zu machen, so muss man sich das vorstellen. Und das ist einfach richtig krass. Also die Leute, die da irgendwie sitzen, die verstehen sich komplett in ihrem Job. So. Und deswegen ist es immer so dumm. Es ist ganz schön, dass ich mit euch so lange quatschen kann übrigens. Deswegen ist es immer so doof, wenn man liest, auch als Regie-Mitarbeiter, RBTV Sound oder so ist schlecht oder so. Ja, verstehe den Punkt, weil das irgendwie früher am Anfang schwierig war. Aber das, was da jetzt abgeliefert wird, ist top-notch. Es ist wirklich qualitativ top-notch. Andere Live-Produktionen, selbst Fernsehproduktionen, die stinken dagegen ab. Ohne Scheiß. So, Sound war besser als bei Wetten, dass? Das meine ich damit. Es ist wirklich so. Und das, deswegen, ja, man kann das immer sagen. Und dann gibt es Leute, die darauf anspringen und sagen, ja, war doch klar. Aber man muss das natürlich auch mal revidieren und ich glaube, man kann auch nur Leuten glauben, die den Job dann ausüben. Aber es ist halt Bullshit so. Es ist halt komplett bescheuert. War wirklich wertig. Und das. Dementsprechend, ich spreche das aber auch offen an hier und es ist mein Kanal und ich kann auch einfach offen sagen, wenn mir was nicht passt. Das finde ich halt total cool. Und dementsprechend. Leute, geht eh lieber raus und motiviert Leute. Das ist irgendwie so, was passt. Dass es dann passt. So. Bane Dude. Findest du dich auch besser, sich auf ein Game zu konzentrieren? Sonst wird es doch super anstrengend zum Zuschauen oder auch für die Spieler. War alles gut so. Spiele waren auch nicht zu lang. Bis auf Gears of War. Ja, stimmt. Bloß an dem Karten- und Kaufsystem würde ich noch weiter schrauben. Noch mehr fiese Competition mit Clown, Spieler wegnehmen, aussetzen und so weiter. Ja, glaube ich auch. Da kann man auf jeden Fall, da wird man bestimmt was machen können. Ich sag ja auch gerade nicht, dass alles perfekt war und man kann nichts verbessern. Das meine ich nicht. Ich glaube, man kann bestimmt vieles verbessern. Auch die Schwierigkeitsgrade von den Games, das muss einfach für die Spieler, das muss fertig sein. Du musst das in die Hand kriegen und dann musst du spielen. Du kannst auch nicht dann den Spielenden irgendwie daraus einen Strick drehen, wenn die Schwierigkeitsgrade sich verstellen, weil alle sitzen da und das ist vom Kopf anders, als wenn man zuschaut. Du wirst ja so durchgereicht und musst dich immer auf neue Situationen einlassen. Und du musst dann auch vertrauen, dass das dann auch so ist, wie du es dann bekommst. Das muss man auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall durch. Yes, aber. Ja. Willst du auch lieber andere Teams für Haus und Haus oder würdest du auch nochmal ein bodeninternes Haus und Haus feiern? Ich würde alles feiern, tatsächlich. Ich fand Team Bonjour war hammergeil. Ich fand bodenintern war hammergeil. Ich mache mir da auch nicht so richtig viel Gedanken drüber, weil theoretisch hast du mit so einer Sache ja unbegrenzte Möglichkeiten. Du könntest auch themenbasiert was machen. Du könntest auch sagen, du kannst ja Teams nehmen wie bei Chatwell, das wäre alles gar kein Problem. Nur du musst halt auch Leute finden, und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit bei Haus und Haus, die sich über lange Zeit, also die auf lange, über lange Zeit auch cool dafür sind. Das geht, glaube ich, nicht bei allen Leuten so, ja? Ich wollte auf alles. Sehr schöne. Ja, ich würde safe nochmal mitmachen. Ich habe damit wirklich kein Problem. Ich hatte gestern keine Rückenschmerzen, ich musste einfach nur ein bisschen pennen und alles ist cool. Und, also kein Problem. Fandest du es anstrengend, 24 Stunden wach zu sein und zu zocken? Hat es überhaupt noch Spaß gemacht, so lange Power geben zu müssen? Klar fand ich das anstrengend, logisch. Es findet jeder anstrengend, aber ich habe damit weniger Probleme als andere. Und es hat super viel Spaß gemacht zu zocken. Ja, auf jeden Fall. Ja, die freut sich da auch. Wir machen einfach nur externe. Also, wir nur externe Teams und wir malträtieren die. Was macht die Bandscheibe? Hast du es wieder ein bisschen in den Griff bekommen? Ja, auf jeden Fall. Das hätte ich auch nicht mitmachen können. Bandscheibe hat sich super entwickelt, hab viel Sport gemacht, viel gedehnt und so, Physio, viele Termine. Ich glaube, ich hatte 40 Bandscheibentermine oder so, Physiotermine. Also, das wünsche ich niemandem
Und das nehme ich auch vollkommen ernst, wenn jetzt Leute sagen, ey, ich kann nicht tragen, ich habe Rücken. Nehme ich, muss ich wirklich auch rückwirkend mich bei Menschen entschuldigen, zumindest in Gedanken, wo ich immer gedacht habe, Alter, ernsthaft, du kannst jetzt nichts tragen, halt's Maul, Alter. Aber Rückenschmerzen und Bandscheiben zu haben, ist einfach richtig scheiß, ohne Witz. Aber es ist ja gut. Ja. Wäre geil, wenn ihr noch etwas Non-Gaming mit reingebracht hättet. Also ein kleines Dubis, Geo-Battle, Nerd-Quiz, Name the Game, sowas. Ja, auf jeden Fall. Danke an Cyberblitzbier, ne? Du hast nämlich Just Giggles ein Abonnement geschenkt. Das ist sehr, sehr nice. Und dann haben wir noch, Pupsen 123. Du hast ein Abo geschenkt, nämlich an den EdoP. Da freut er sich bestimmt. Cleo Rockt ist da, Locken Jupp und da Vincineda. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr reingesubbt habt. Danke für die Unterstützung. Es läuft ja richtig gut. Ihr macht dieses Streaming richtig Bock. Seid ihr mit meinem Kanal zufrieden? Hat euch dieses kleine House-in-House-Recap schon gefallen? Sagt's mir. Ich brauche jetzt, das ist so der Abschluss zum House-in-House-Recap. Ich will gleich zocken. Ich lieb's. Kommt ihr öfter hier rein? Würdet ihr euren Familienmitgliedern empfehlen, dass der Krogi-Stream hier ganz geil ist? 2 Plus ist geil. 1 ist mega. Hammer. Fehlt uns raus. Ich bin erst seit 22 Monaten zufrieden mit dem Stream. Zum ersten Mal hier, Chancen, dass ich bleibe, sind gut. Oh, das ist nett. Das ist wirklich sehr freundlich. Dann pudere ich mich beim nächsten Mal auch ein bisschen ab. Ich hatte heute keinen Bock. Stockfish 109 hat reingesubbt. Alter, 878. Subs sind hier drin, das ist richtig geil. Wann bist du immer im Stream? Wann bei RBTV? Ich werde am Mittwoch auf jeden Fall abends hier richtig viel machen. Da werden wir um 19 Uhr den Stream starten am Mittwoch. Und dann gibt es erstmal um 20 Uhr neue Games von Mark Hamill. Gucken wir uns an. Und so um 21 Uhr bis 22 Uhr, irgendwo in dem Zeitraum, da startet dann ein geiles Spiel. Da werden nämlich Tourist Histories, Andy von Bonjour, der übrigens nicht selber streamt, Pixel wird und ich, wir werden Phasmophobia spielen und ich werde mich einscheißen, weil mit Dünnschiss habe ich Erfahrung. Und was ich auch noch weiß ist, dass ich am Sonntag auch einen Stream machen werde, aber einen sogenannten In-Real-Life-Stream aus meinem Sprinterchen, denn ich fahre zu den Dr. Freuds am Sonntag. Denn da ist Loot für die Welt und Evil Jared und ich werden da mitmachen. Ja, das ist auf jeden Fall, das steht schon fest und irgendwann will ich auch noch Schlagzeug spielen diese Woche. Mal gucken. Ja. Auch geil. Mal gucken. Wird auf jeden Fall wie eine entspannte Woche. Oder, wie heißt das? Interessante Woche. Wie gefällt dir die Umstellung so? Ja, mir gefällt's gut, weil ich kann hier meinen Kram machen, was ich halt geil finde. Was soll ich sagen? Ich bin gespannt, wie es so für alle ausgeht. Weiterhin, ja? Gibt es noch das Nachtprogramm? Genau sowas. City Ghost fragt gerade. Ich weiß wirklich nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Mein Job wird sich auch ändern. Sehr wahrscheinlich. Ich werde sehr wahrscheinlich aus der Regie wechseln in die Redaktion. Tatsächlich. So, es wird sich jetzt alles klären, wie das so läuft. Also schauen wir mal, wie wir das so machen. Also, genau, nicht mehr. Also, wenn wir mal gucken, wie es so entwickelt, bin gespannt. Und gucken wir einfach mal. Ein Azubi behalte ich natürlich. Also, selbstverständlich, ich habe ja eine soziale Verpflichtung, Leute. Ja. Wie geht's dem Azubi? Ist er schon ready?
mochte den Ton immer sehr. Naja, du mochtest, du magst Clara und Julius und Felix, die machen das schon Killer. Also keine Sorge. Und Dennis, mein Azubi Dennis, also ich hätte keinen besseren Azubi bekommen können. Wirklich nicht. Dennis hat halt eine Umschulung oder macht bei uns eine Umschulung, weil Dennis ist halt Busfahrer. Gelernter Busfahrer. Und es hat ihm einfach überhaupt keinen Bock mehr gemacht. Und dann ist er irgendwie über einen Zufall zu uns gekommen. Und ich liebe Dennis. Dennis ist so ein geiler Typ, hat wirklich Plan und macht gute Arbeit. Und ihr habt ja schon mitbekommen in einem Late Nights, in einem Nachtprogramm, dass er gut rappen kann. Das ist Hammer. Dennis könnte safe den Sprinter fahren. Ah ja, ich muss einen Sprinter, dann brauche ich noch einen neuen Spiegel. Letzte Woche vermietet, habe ich schon erzählt, ne? Habe ich schon erzählt, dass ich die Bondra-Leute abgeholt habe. Letzte Woche ist Spiegel abgefahren. Also ich habe ein Auto vermietet und dann hat er einen LKW übersehen. Spiegel abgefahren. Scheiße, ey. Naja. So, wollen wir dieses Segment beenden? Wollen wir das, Quanta Costa, keine Ahnung, 100 Euro bist du immer los. Wollen wir das Talk-Segment beenden und wollen wir zocken, Leute? Was meint ihr? Was wird gezockt? Ich spreche jetzt mit euch. Ballern. Gut. Alles da. Dann würde ich jetzt, weil ich werde ja alles hochladen und ich mache das so separiert, deswegen sage ich jetzt, Leute, jetzt mache ich so ein YouTube-Floskel. Was muss man alles bei YouTube sagen, damit der YouTube-Channel gut funktioniert? Hallo Leute, dieses Video, also erstmal sage ich euch das, ihr findet dieses Video auf meinem YouTube-Channel irgendwann, wenn ich Zeit dafür habe, das hochzuladen. Wahrscheinlich mache ich es gleich direkt. Und zwar youtube.com/Michael Krogmann, ja? So, und jetzt sage ich das für die Leute, die schon bei YouTube da sind. Lass mir aber helfen vom Chat. Ich soll sagen, Glocke abonnieren und liken. Ist das richtig? Abonnieren, Glocke und so weiter. Sub, like, hit the bell. Smash the Like-Button. Smash the Sub-Button. Du es. Hallo YouTube. Glocke nicht vergessen. Ist Superboy. Ah, gut. Alles klar. Ja, in Ordnung. Dann sage ich jetzt Tschüss. Bende die Aufnahme.